So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben Resident Evil 2 Zeit. Höchste Resident Evil 2 Zeit. Ah, das war knapp heute. Ich hätte es beinahe nicht mehr geschafft. Immer diese Technik, immer ist irgendwas. Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde lang rumgedoktert. Und wisst ihr, was die Lösung war? Neustarten, ganz genau. Einfach einmal kurz neu starten und dann hat alles wieder funktioniert. Was ist jetzt mit dem Spiel hier? Ist das gerade abgestürzt? Nee. Okay. Wie geht's euch? Hi zusammen. Hallo. Roman und Joyboy und Tobias und Peter und Ick und Dr. Etty und Slenderax und Flo und Katka und alle sind die da. Polael! Ich hab vergessen. Wie Husky, oder? Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Bit. Super nett von dir. Es ist so 90% Reboot und gut. Ja, ja, es ist eh wirklich so. Ich muss gerade noch schnell mein Hustenbonbon loswerden, damit ich nicht dauernd mache. Nee, leider noch keine Commands, die funktionieren noch nicht. Ich habe noch keinen Bot eingerichtet, aber das werde ich noch die Tage jetzt machen. Ich habe es fest vor. Ich habe es mir fest vorgenommen auf jeden Fall. Genau. Hi Mr. Z und Löffelkreis, wie geht's euch? Ich wollte die Woche mal Resident Evil Zero zocken, noch nicht dazu gekommen. Zero, haben wir noch ein paar Spiele vor uns, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe da gemischte Gefühle, was das angeht. Gemischte Erinnerungen auch. Hi King Paulus, wie geht's? Das hat ja auch keinen so guten Ruf. Aber ich hatte damals schon echt Spaß, als es neu rauskam. Wenn es nur Kisten gäbe in Zero, ne? Die Kisten, ich glaube, dass, ja, die fehlen ein bisschen. Leider. Tja. Zero hat so einige Plotholes. Na gut, ich glaube, das haben fast alle Resident Evil Spiele. Aber mochte es auf dem GameCube. Ich find's auch nicht schlecht. Aber die Kisten fehlen, das dauernd man... Dass man jederzeit Items ablegen kann, ist eigentlich cool. Aber zusätzlich dazu Kisten. Und dann wäre es super, glaube ich. Und das Gegnerdesign ist ein bisschen langweilig, ne? Und die KI ist ein bisschen scheiße. Ja, es hat schon so seine Problemchen, aber ich mag es eigentlich auch. Slenderax, dankeschön! Oh, das nervt mich ein bisschen, dass das immer auf Pause schaltet. Ich hätte gern die Musik im Hintergrund laufen. Aber ohne, das ist so ein alter Bildschirmschoner, oder? Dass so alte Plasmafernseher sich das Bild nicht einbrennen oder irgendwie sowas, oder? Sowas ist das wahrscheinlich, keine Ahnung. Katharina LGBT ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Polael, Husky, wie auch immer. Vielen, vielen Dank für die Gift-Subs. Peak Unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Yay! Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Rockschaff ist jetzt ein Birdrider. Nice, mögen der Ärmel. Die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Da krempel ich mir gleich die Ärmel hoch. Da ärmel ich mir gleich die Krempel um, weil jetzt wird's ernst. Dankeschön. Super nett von dir und hallo Katharina, Fikur und Rockschaff. Willkommen bei den Birdridern. Hi zusammen. So, Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit Resident Evil 2. Claire B, wir sind mittendrin statt nur dabei. Ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen, wo wir eigentlich sind. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern. Okay. Wir haben keinen Schlüssel im Inventar. Ach ja, warte mal, wir haben das hier im Inventar. Einen Schlangenstein. Hi Norbert. Ich spiele das im GameCube-Emulator, also emuliert am PC, aber das ist die GameCube-Version von Resident Evil 2. Okay, wir haben jetzt gerade nur den Serpent Stone, sonst nichts an Schlüssel-Items. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo der Serpent Stone hingehört. Gibt es irgendwas, wo wir noch nicht waren? Hier.
Was machen wir denn mit den Serpent Stone? Ich weiß es wirklich nicht mehr, ohne Witz. Wir haben sonst keinen Schlüssel. Wir könnten gucken, ob Marvin uns schon aufgemacht hat, aber sonst weiß ich es gar nicht. Wann geht's mit Alone in the Dark weiter? Gar nicht mehr. Alone in the Dark haben wir quasi nur als Bonus mal ein paar Stunden angespielt. Das habe ich nicht vor, das durchzuspielen. Das war zwar echt lustig, muss ich schon sagen, und interessant auch, aber es war schon auch ein bisschen frustrierend und ich weiß es nicht. Ja. Naja. Hand aufs Herz, Ego over the shoulder. Static Kamera Beste. Ich weiß nicht, was du mit Ego over the shoulder Static Kamera meinst. Das musst du mir mal nochmal, das musst du mir erklären, welche Kameraperspektive da meinst. Also ich persönlich mag auf jeden Fall eine Over-the-Shoulder-Kamera am liebsten, das kann ich schon sagen. Auch in Resident Evil, aber grundsätzlich auch. Finde ich einfach gut. Ich bin nicht so der First-Person-Fan. Und feststehende Kamera ist schon auch nice. Das hat seinen Charme, das hat seinen Flair. Ich finde es auch total schön, dass es mittlerweile neuere Indie-Spiele gibt, die das auch wieder so machen. Aber, nein, Claire, das wollte ich nicht. Aber über die Schulter wäre mir am liebsten, würde ich schon sagen. Resident Evil 8 werde ich schon. Resident Evil 8 werde ich in der Ego-Perspektive spielen, weil da finde ich die Third Person tatsächlich irgendwie im Hauptspiel nicht so gut umgesetzt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß, das fühlt sich nicht gut an, finde ich. Fühlt sich einfach nicht besonders gut an. Spielen wir morgen nochmal. Genau, 1.5 machen wir morgen weiter, da habe ich Bock drauf. Wir schauen uns morgen definitiv die Game Boy Advance Version von Resident Evil 2 an, die Demo, die es dafür gibt, aber die ist nur relativ kurz. Und dann spielen wir aber auf jeden Fall noch 1.5 weiter, weil das finde ich schon ganz cool, ehrlich gesagt, muss ich schon sagen. Das hätte, weiß ich nicht, ein paar Hinweise vertragen können für die Rätsel, die im Spiel sind und funktionieren, aber wo man einfach nur raten muss. Das ist ein bisschen komisch und es ist, man merkt halt, dass es hinten und vorne nicht fertig ist, ne? Aber das ist ganz cool. Das hat mir ganz gut gefallen. So. Ich weiß wirklich nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Die Pause war zu lang. Wenn ihr wisst, wo der Schlangenstein reingehört, dürft ihr mich gerne spoilen. Irgendwas hast du bei Twitch noch falsch eingestellt mit... Ich habe ein Sub geschenkt bekommen und bekomme trotzdem Werbung. Das ist komisch. Ich kenne mich ehrlich gesagt auf Twitchen immer noch nicht so wirklich gut aus. Deswegen kann es schon sein, dass ich da versehentlich irgendwas eingestellt habe. Aber ich wüsste es nicht. Ich habe heute... Gut, dass du fragst. Slenderax. Ich habe heute in meinem Holy-Becher Erdbeer-Kiwi-Hydration-Drink. Die neuen Hydration-Drinks von Holy gibt es jetzt eben. Und Erdbeer-Kiwi ist schon sehr geil. Ich finde die anderen beiden, die ich jetzt hier habe, auch geil. Pfirsich und Grapefruit. Vor allem Grapefruit ist schon auch nice. Aber Kiwi-Erdbeer-Hydration ist richtig, richtig lecker. Kann ich wirklich empfehlen. Finde ich sehr nice und köstlich. Und it got electrolytes. It's good for you. Insofern finde ich wirklich lecker. Und ihr wisst ja, wenn ihr bei Holly bestellt, dann gerne mit dem Code LSBR, wenn ihr zum ersten Mal bestellt, für 5 Euro Rabatt oder LSBR10 für 10% Rabatt. Immer auf alle Bestellungen. Ich glaube, erst ab einem gewissen Wert. Ich glaube, wenn ihr jetzt nur für einen 10er bestellt, geht ihr tatsächlich nicht. Aber ich kann es euch gerade ehrlich gesagt leider gar nicht sagen. Aber das findet ihr dann schon raus. White Peach ist mega. Peach finde ich auch gut, ja. Ich muss jetzt mal in die Kiste zurücklaufen und gucken, ob ich in der Kiste noch irgendeinen Schlüssel oder irgendwas versehentlich gepackt habe. Ich weiß es nicht mehr. Machst du mal BioRand Randomizer? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was BioRand ist. Also ein Randomizer habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Das wäre vielleicht sogar ganz cool mal für die klassischen Resident Evils. Aber ich weiß nicht, ist bei Rand ein spezieller wahrscheinlich. Immer diese Werbung, so ist das eben. Aber ich meine, ich finde halt Holy auch wirklich lecker und wirklich nice. Insofern. Tja. Sind alle Resi-Filme
Blut einfach nur an die Spiele halt mit mehr Content, oder? Was? Wie funktioniert das mit dem Emulator? Also, ich traue mich nicht, dir das so ganz genau zu erklären, weil das so ein bisschen auch Grauzone ist. In der Regel, wir haben die roten Edelsteine auf jeden Fall, das können wir machen. Emulatoren kannst du ganz legal dir überall besorgen, die findest du auch, wenn du danach suchst, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe hier den Diamantschlüssel in der Kiste, warum? Bei den ROMs ist das ein bisschen komplizierter, da muss man immer gucken. Die meisten Publisher sagen, ja komm, YOLO, wenn du das Spiel hast, passt schon. Ne, wenn du das Spiel wirklich besitzt, passt schon. Aber da muss man selber gucken, wie man sich die ROMs macht und so weiter. Aber einfach mal googeln, da findet man schon was dazu. Aber das kann ich jetzt hier nicht so ausführlich erklären, glaube ich, vorsichtshalber. So. Gut, wir haben den Diamantschlüssel. Na dann weiß ich jetzt schon ein paar, habe ich ein paar Ideen, wo wir jetzt hingehen könnten. Warum habe ich den in die Kiste gepackt? Was ist denn manchmal los mit mir? BioRand ist ein Randomizer-Programm. Wo man sich quasi selber den Randomizer zusammenbasteln kann im Grunde. Oh, use Lockpick. You used Lockpick. Und wir finden Plastikbombe. All I need now to destroy the wall being blocked by the helicopter is a detonator. Gut. Jetzt stand ich echt gerade kurz auf dem Schlauch. Ey, ich wusste echt nicht, wo wir hin müssen. Ich habe mir kurz ein bisschen Sorgen gemacht, aber jetzt ist alles wieder gut. Herr, warte mal, dann bringe ich jetzt die beiden Steine doch nochmal kurz in die Kiste zurück. Wir brauchen Inventarplätze. Zu alt für! Hallo! Warst du nicht gerade? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich dachte, ich habe dich gerade im YouTube-Chat gesehen, aber wahrscheinlich bringe ich es durcheinander. Hi, Ataxa. Eine Plastikbombe. Ich finde es auch ein bisschen weird, oder? Eine Plastikbombe. Klingt wie so ein Spielzeugding. Naja. Okay. Die Plastikbombe lege ich auch mal ab. Und die beiden roten Steine auch. Genau, ich kann mich erinnern, warum ich die reingelegt habe. Weil ich gesagt habe, weil ja eine Kiste ganz in der Nähe ist. Schön langsam kommt alles zurück. Und warum ist das Icon über der Cam? Ich weiß, was du meinst, ne? Ich sehe das bei mir nicht hier jetzt auf Streamlabs, weil das Icon wird von Twitch eingeblendet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das weggeht. Katka, weißt du, wie das weggeht? Kann ich da irgendwas machen, dass das weggeht? Dieses Landsquid Birdrider Logo. Hi, Fischbrötchen mit Zwiebeln. Wusste nicht, dass du heute spielst. Jeden Dienstag. Immer Dienstag, außer es ist mal irgendwas und kommt was dazwischen. Ja, aber ansonsten immer dienstags. Nanu, was ist denn das? Noch ein Film? Dum, dum, dum. Okay. Hi, Venom Snake. Schön, dass du mit dabei bist. Im Deutschen wird es Plastiksprengstoff. Ja, das wäre sinnvoller, ne? Aber Plastikbombe ist halt lustig. Okay, gehen wir mal zu Marvin. Gucken wir mal, wie es ihm geht. Der Sprengstoff erinnert mich an Huber Buber. Ich finde, in so Filmen, wenn da irgendjemand Plastiksprengstoff irgendwo anbringt, ich habe immer direkt Bock auf irgendwas Süßes. Das sieht einfach lecker aus. Ich finde, Plastiksprengstoff sieht echt lecker aus. Ich frage mich, wie das schmecken würde. Wahrscheinlich bombastisch. Explosiv. ich habe die falsche Taste gedrückt. Das wollte ich nicht. Im Eifer des Gefechts. So, Claire, wir müssen hier mal härtere Bandagen anziehen. Nein, ich habe den... ich habe die Armbrust nicht dabei. Oh, Säuregranatenwerfer ist jetzt ein bisschen over the top für so ein paar Zombies, oder? Aber wir werden hier schon ziemlich gebissen. Oh Gott, ich habe uns gerade in eine sehr blöde Situation gebracht hier. Aber Claire steckt das weg, guckt euch das an. Meine Güte, hier ist aber auch viel los bei ihr. Ach Gott, ich habe keine Waffe mehr ausgerüstet. Alles geht drunter und drüber.
Schlimm, schlimm. Glaubt ihr, man kann Plastiksprengstoff essen, ohne dass man dran stirbt? Ich meine, es wird offensichtlich nicht explodieren, ne? Weil dafür muss man irgendwie Strom oder so reinleiten, elektrischen Strom, keine Ahnung. Aber könnte man den essen? Aus was besteht denn eigentlich Plastiksprengstoff? Kann man den irgendwo mit Erdbeergeschmack kaufen zum Beispiel oder so? Das sind die Fragen, die mich mal interessieren würden. Mauernbombe. Müsste mich auch mal zum YouTube-Mod machen. Ah, das kann ich gern machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das eigentlich geht. Warte mal ganz kurz. Kannst du mal... Genau. Kannst du mal in den YouTube-Chat was schreiben, Katka? Dann kann ich das nämlich gern schnell machen. Dann erledigen wir das schnell. Das wäre sogar gut. Wie du magst. Du kannst auch einfach schnell was reinschreiben, dann... Ah, hier. Da ist er. Als Mod. Ich dachte, das hätte ich schon mal gemacht eigentlich. Aber gut, anscheinend noch nicht. Tada! Du bist modifiziert. Herzlichen Glückwunsch. Und danke dir. So. Haben wir doch nochmal, sind wir nochmal gut rausgekommen aus der brenzlichen Situation. Und das nur mit Pistolenmunition. Ne? Anders hätte ich noch irgendwie Munition von irgendwas Wertvollem verschossen. War ist noch ganz gut ausgegangen. Ja, im... Ja, was? Den Kampf Mr. X gegen Nemesis wird, glaube ich, ziemlich sicher Nemesis gewinnen. Das hatten wir schon öfter hier auch, ne? Weil Nemesis ist quasi Mr. X, nur mit Parasit und höherer Intelligenz und so. Insofern hat der da schon einfach Vorteile. Muss man schon sagen, unfaire Vorteile. Ich habe einen Detonator. Gar kein Marvin hier bei ihr. Ich dachte, bei ihr trifft man Marvin auch tot oder so. Aber vielleicht, da ist er im dritten Teil, ne? Im dritten Teil ist er, glaube ich, bewusstlos oder so. Alles bringe ich durcheinander. Ist halt doch schon alles lange her. Gonna kill them all. Das ist wirklich was, das mich an den klassischen Survival-Horror-Spielen so ein bisschen stört. Also so ein bisschen, ne? Ich finde die sehr cool und mag die voll gern, aber die... Also, wie soll ich sagen? Ich mag es sehr, sehr gerne, wenn ich in dem Spiel die Möglichkeit habe, absolut alle Gegner zu töten, damit ich dann in Ruhe looten kann. Und das geht halt in der Regel in Resident Evil, in den klassischen eher nicht. Ist einfach keine gute Idee. Es gibt viele Gegner, die sollte man stehen lassen. Und ich würde gerne einfach alle umbringen. Ich würde sie einfach gerne alle töten. Ich bin ein einfacher Mann mit einem einfachen Wunsch. Ich will sie alle umbringen. Ist denn das zu viel verlangt? Was geht, wer stirbt, hat Claire wieder mit ihren aufdringlichen Fans zu tun. Ja, das stimmt. Ich wurde gerade ziemlich umschwärmt, aber ich habe sie alle erschossen. So ist das eben. Hallo, Marco. Ich wäre dafür, die Spinnen durch die Spinnenmänner zu ersetzen. Die sind für mich weniger eklig. Ha. Es gibt ja zwei verschiedene Konzepte für, also nicht genutzte Konzepte in den klassischen Resident Evil-Teilen für Spinnenmänner. Es gibt ja einmal die eben Hybridwesen, die so ähnlich wie die Hunter halt so aus, oder die Chimären besser noch als Beispiel, zusammengestöpselt wurden. Ah, warte mal, ich habe vergessen, dass ich noch das Foto habe. Gehen wir noch schnell das Foto entwickeln. Und dann gibt es ja das Konzept, und das finde ich verstörend, wo eine Spinne quasi sich im Nacken von einem Menschen so festgebissen hat und hinten so runterhängt und mit den Spinnenbeinen so in den Körper und in die Gliedmaßen des Menschen so sich reingebohrt hat und den mehr oder weniger wie eine Marionette steuert oder so, ne, so von innen heraus. Sieht super widerlich und creepy aus. Das sind abgefuckte Gegner. Die hätte ich nicht gerne im Spiel, glaube ich.
wenn ich mich recht erinnere, gibt es bei Resident Evil 3 nur einfach und hart als Spielmodus. Ja, weiß ich nicht genau. Wollen wir mal gucken. Die Hunter aus Teil 1 waren mies, auf jeden Fall. Die auf jeden Fall mit ihren One-Hit-Kills und sowas. Überhaupt nicht nett. Überhaupt nicht schön. Finde ich auch nicht. Dass man die Tür mit dem Loch nicht öffnen kann, das wäre so eine schöne Abkürzung. Mensch. Hallo, Gunther Plus. Schmeißt du Doomlord den Original-Vierten oder den Remake-Vierten an? Ich finde ja beide super gut. Ich freue mich schon, jetzt wieder das Original zu spielen. Ich habe nämlich, seit das Remake draußen war, das Original nicht mehr gespielt. Ich bin sehr gespannt, in ein paar Wochen, Monaten wahrscheinlich eher, dann zum ersten Mal zurück zum Original Resident Evil 4 zu kommen. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt und wie es sich spielt, weil es ist ja doch sehr ähnlich wie das Original, aber doch ganz anders, ne? Spannend. Bin gespannt, ob sich das noch für mich so spielt und so anfühlt wie früher. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Funktionen aus dem Original gibt, die mir im Remake fehlen werden tatsächlich. Andersrum aber wahrscheinlich auch. So, jetzt aber. Film B. Das hatten wir eh schon alles, oder müssen wir nicht nochmal lesen? Gibt sowas nicht? Ja. Das ist gar nicht so unähnlich. Das ist gar nicht so unendlich ähnlich dem Plugger, die im Grunde sich auf dem Rücken von Leuten schnallen und die kontrollieren. Das stimmt schon. Das ist gar nicht so unähnlich. Habe ich mir auch schon gedacht. Aber es ist, man findet das ja in der ganzen Resident Evil-Reihe. Das ist ja eh super interessant und super cool, finde ich, dass so viele Konzepte über die Reihe hinweg verworfen oder beziehungsweise nicht genutzt, aber dann für spätere Teile benutzt werden. Hey, am Sonntag, Leute, ohne Scheiß, am Sonntag kommt ein Hammer-Video auf meinem Kanal online. Ich habe da jetzt die letzten 2 Tage hunderte von Stunden dran gearbeitet. Ich habe die Zeit verlangsamt. Ich habe extra ein Gerät erfunden, das die Zeit langsamer laufen lässt, damit ich hunderte von Stunden innerhalb von 48 Stunden arbeiten kann und habe ein richtig geiles Video gemacht. Ich freue mich wirklich drauf, wenn das online geht. Ich bin sehr gespannt drauf, was ihr davon haltet oder was ihr dazu sagt. Ich habe im Grunde so eine Art alle geschnittenen Inhalte aus Resident Evil 4 Video gemacht, aber gleichzeitig so ein bisschen als Doku, wo ich sehr stark auf die Ich habe keine Ahnung, wo ich da gerade hinlaufe. Doch, stimmt schon. Wo ich vor allem so auf die früheren Versionen von Resident Evil eingehe. Und ich habe da Sachen gefunden, die wusste ich überhaupt nicht. Ich bin da über Informationen gestolpert, die erst relativ jung sind, die man lange nicht wusste. Und mich hat es total von den Socken gehauen. Ich, wirklich, es ist crazy. Ich freue mich echt schon drauf, wenn das Video online geht. Bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Ist schon voll interessant, die Entwicklungsgeschichte von Resident Evil 4. Die übrigens schon quasi während oder direkt nach Resident Evil 2 losging. cool. Naja, genau. Mir geht's gut, Nick. Und dir und hallo übrigens. Ich muss aber sagen, mit Leon ging mir X hart auf die Nerven. Ich finde Mr. X im Remake schon auch voll nervig, ja, muss ich auch sagen. Ich finde es technisch voll cool und es ist auch ein cooles Gimmick und so weiter, aber eigentlich geht er einfach nur voll auf die Nerven und ich habe keinen Orientierungssinn und gehe durch die falsche Tür. Aber ja. Ich bin nicht so der Fan von diesen Stalker-Gegnern halt einfach. Grundsätzlich. Ich finde auch Lady Dimitrescu einfach, die werden mir zu schnell nervig. Ich bin da kein Fan von der Mechanik.
Mit Claire ging noch, aber mit Leon Poo. Sind die, ist das unterschiedlich im Remake? Ach so, ja gut, na, Mr. X ist ja bei Claire schneller weg und so, das stimmt auf jeden Fall, ja. Pandinator! Pandinator Plays ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel Plays der Tiefe mit dir sein. Vielen, vielen Dank. Für deinen Sub. Freut mich sehr. Hey, bin ich blöd? Ach ja, ich bin wirklich blöd. Alles gut. Ich bin nur falsch abgebogen. Ich kann ja schon an den Hubschrauber zumindest in den anderen Raum da und so weiter. Müde. Wo kommt denn das her? Vielleicht hätte ich mir doch lieber einen Energy Drink statt einen Hydration Drink machen sollen. Hallo, Sensor. Dir auch viel Spaß, dankeschön. So, jetzt bitte sag mir, gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich die roten Steine mitgenommen habe. Den Lecker durchs Dach haben wir schon kaputt gemacht. Den Lecker. Den Schlecker. Ich fände es so lustig, wenn die einfach konsequent alle übersetzt worden wären. Und die einfach im Deutschen Schlecker heißen würden. Hätte wahrscheinlich Probleme mit der Ladenkette gegeben. Aber die gibt es ja auch nicht mehr, ne? Die Licker haben die Schlecker überlebt. So, wir haben einen halben blauen Stein. Hervorragend. Hat vor einer Stunde Resident Evil 1 Director's Cup durchgespielt und habe mich gefragt, wo der Riesenhai war. Weil im Remake gibt es den ja. Den Riesenhai gibt es im Original auch. Der schwimmt da unten in seinem kleinen Tümpel rum. Und den kann man ein bisschen leichter meiden und der ist nicht ganz so gefährlich, finde ich, wie im Remake, aber und auch der ist auch kürzer. Aber da ist er, auf jeden Fall. Mit seinen Babys. So, hallo. Ach so, Pandinator, haben wir eh schon. Hi. Ich finde nichts im Remake besser als den Nemesis in Resident Evil 3 Remake. Aus dem hätte man deutlich mehr rausholen können. Ach, ich finde Mr. X nix. Ja, finde ich auch. Aber man hätte ja grundsätzlich aus dem Remake vom dritten Teil einfach mehr rausholen können, ne? Das auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht, es gibt ja Leute, die finden jetzt das Remake vom dritten total schrecklich. Da gehöre ich jetzt nicht dazu, aber ich bin auch nicht der allergrößte Fan vom Original 3. Ja, vielleicht ändert sich das ja jetzt dann, bald. Mal gucken. Zudem habe ich halt einfach damals aus meiner Jugend so den wenigsten Bezug einfach. Und you don't need to use this right now. Huh. It can clear the... Hä? Aber ich bin doch richtig, oder? Take out the wall. Ja, ich würde das gerne. Ah, jetzt geht's. Oh, wie sauber die Tür rausgesprengt wurde, oder? Sehr schön. Herrlich. Was denkst du, wie Resident Evil 9 aussehen wird? Die Frage wird hier oft gestellt und ich kann halt einfach nichts dazu sagen. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie Resident Evil 9 aussehen wird. Ich habe ein paar Ideen natürlich, aber das ist reine Spekulation. Dum, dum, dum. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin, nothing short of perfection. Hey, Captain Annie, freut mich. Hi. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others.
There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Ich muss sagen, ich mag Irons im Original lieber als im Remake. Ich finde, der ist einfach im Original so komplett crazy und durchgeknallt. Der overacted das so schön. Ich mag das. Und im Remake ist er einfach nur so ein normaler, böser Psychopath, ne? Ist mir der irgendwie echt lieber. Aber ja. Was habe ich vorher gelesen? Ach so, genau, warum ich den dritten Teil nicht mag. Also, ich will gar nicht sagen, dass ich den nicht mag, aber ich habe keinen Bezug zu dem. Ich habe den einmal bei einem Freund irgendwie so nebenbei gespielt und habe den selber nie besessen und habe deswegen einfach keinen Bezug dazu. Deswegen bin ich auch echt gespannt auf den dritten Teil. Iron sollte mal den Schreibtisch aufräumen. Landgut, was denkst du, welches Remake von Resident Evil als nächstes herauskommt? Also, ich denke ziemlich sicher, dass noch viele Remakes kommen werden, solange die so erfolgreich sind, wie jetzt auch der vierte eben war. Deswegen glaube ich, ist alles möglich. Und theoretisch wird sich natürlich der fünfte Teil anbieten als nächster. Das könnte man sich gut vorstellen. Der erste, Veronica. Oder vielleicht sogar Zero. Halte ich alles für möglich. Wir hören Schritte hier. Hier ist jemand. Aber es ist dunkel und ich habe mein Feuerzeug nicht dabei, das ich jetzt wahrscheinlich bräuchte, oder? Dammit. Nee, warte mal, da ist vielleicht ein Lichtschalter. Secretary Diary B. Ich glaube, das ist das Bild, oder das ist das Tagebuch. Ja, das kennen wir schon. Oder? Vielleicht kennen wir es auch nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass der Chief Irons ein ziemlich crazy Kerl ist und wir finden dann nicht gut. Resident Evil 7 und 8 Remake. Ja, wahrscheinlich. Ich fände ja wirklich, ohne Witz, ein Resident Evil 2 und 3 Doppelpack Remake ziemlich nice. Mit DLC quasi so. Matt Clyde ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. McClyde, vielen Dank für das Abo. Freut mich sehr. 6 Monate im Voraus. Nice, dankeschön. They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The Chemical Plant? Then, what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Uh-oh. Wird es ein 6-Remake geben? Ich glaube tatsächlich schon. Also ich halte es für möglich. Ich glaube, wenn die komplett durch sind mit allen Resident Evil Spielen, zumindest mit der Hauptreihe, komplett, einmal von vorn bis hinten geremaked und die sind alle erfolgreich und laufen immer noch gut, dann werden die auch einen 6. remaken. Aber ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt die allerhöchste Priorität aktuell. Glaube ich. Das war nur Nemesis auf dem Klo. Wie lange leben eigentlich so? Müssen so Mr. X, so Tyrants, müssen die essen? Und wenn nicht, können die noch essen? Und wenn nicht, wie lange leben die eigentlich? Vielleicht sind das so Einwegwaffen. Ne, die wirft man irgendwo ab und dann sind sie da 2 Tage und dann verhungern sie oder so. Das könnte sein. Ich meine, die sind Umbrella hat die Klontechnologie ziemlich billig gemacht. Vielleicht ist das so massenproduzierte Ware einfach. Wer weiß.
Kommt nicht erst Code Veronica, dann Teil 3. Was meinst du jetzt? Chronologisch gesehen kommt erst Teil 3 und dann Veronica. Und auch von da, vom Erscheinungsdatum her. Ursprünglich war halt, oder hätte Code Veronica als der eigentliche Next-Gen-Teil, so das Resident Evil 3, ne, erscheinen sollen. Aber weil die noch Verträge mit Sony hatten und Sony hat darauf bestanden, dass die eine Resident Evil Trilogie kriegen, wurde Nemesis, das eigentlich nur ein Spin-Off hätte werden sollen, zum dritten Teil. Aber es kam schon 3 und dann Code Veronica danach erst. Sowohl von der In-Game-Story her als auch vom Release-Datum her. Ja. Die haben eine Rabattkarte für die Umbrella-Kantine. Vielleicht. Wer weiß. Okay. Hätten wir das auch. Dann haben wir sehr viele Schlüssel gefunden. Zum Beispiel den Herzschlüssel. Aber wir haben den... Warte mal. Hä? Okay. Keine Ahnung. Gehen wir mal. Wohin? Wo wir noch nicht waren. Wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Hey, was habe ich denn? Ohne Witz, in dem Raum gehe ich immer durch die falsche Tür. Ach, Sony, wie viel Negatives über dich erzählen könnte. Aber hey, das kann man über alle. Ich sag das immer wieder, ne? Seid gerne Fans von fiktiven Universen, von Spiele-Franchise. Auch gern von Entwicklern, von einzelnen Personen oder Teams. Das ist alles cool. Aber seid keine Fans von Firmen. Firmen wollen nur euer Geld. Egal ob Sony oder Nintendo oder Microsoft, die sind nicht eure Freunde. Und da ein Fan zu sein, kann eigentlich nur in die Hose gehen. Seid Mario-Fan, seid Shinji Mikami-Fan, ne? Ist alles cool. Aber seid kein Capcom-Fan. Es ist doch eigentlich... Die wollen nicht euer Bestes. Die nicht. Mögt die kreativen Leute dahinter. Man sieht ja an so Firmen wie Atari zum Beispiel, wie das einfach nur noch ein Name ist. Nur noch eine leere Hülle, die einfach wirklich komplett nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie halt einfach früher war. Und Ähnliches könnte man aktuell auch über Konami und so weiter sagen. Das sind halt einfach nur eingetragene Marken in einem Buch und sonst nix. Tada! Hintertür geöffnet. Ist Geld nicht unser Bestes? Ja, stimmt auch wieder. Na gut, Schachmatt. Nein! Arsch. Oh, Cheater. Zum Glück, ich bin da ein bisschen gechillt gerade, weil da 2 Heilkräuter stehen. Ansonsten würde ich ein bisschen besser aufpassen. Aber ich denke mir, die müssen eh weg. Ne? Sonst stehen die hier nur rum und werden schlecht. Wäre schade drum. Lohnt sich's wenigstens. Okay, waren das nur die 2? Nee. Uiuiui. Oh Gott. Wenn man das vergleicht, ne, wenn man den ersten Teil mit dem zweiten vergleicht, ist der so viel vollgepackter mit Gegnern und somit auch mit Munition und Waffen und so weiter. Der Action-Fokus ist schon sehr viel größer als im ersten Teil, definitiv. Aber es spielt sich wirklich so viel besser. So viel besser. So viele schöne Komfortfunktionen. Schon toll. Hallo, FM Defender. Uah. War da gerade noch einer? War das gerade das Todesfallen von dem da? Oder habe ich da gerade noch einen gehört? Ich weiß nicht. Wollen wir wirklich jetzt in die Tiefgarage gehen? Ah, ich denke schon. Hilft ja nichts.
Ich nehme mal schnell ein kleines Heilkräutchen. So. Oh, das hat ja gar nichts gebracht. Los geht's. Hi, Grummelchen. The Real Jericho. Hi, freut mich. Schön, dass du da bist. Ups, wie bin ich denn da wieder reingestolpert? Die haben mich gerade alle so angesehen. Was ist das? Wäre ich gerade in die Konferenz geplatzt irgendwie. Alles ist und warten, dass ich was sage, ne? Alle Zombies drehen sich so um und so. Ja, ja bitte? Können wir ihnen helfen? Remake von Code Veronica kommt 100 Pro. Also, die Gerüchteküche ist am Brodeln, was das angeht, ne? Aber kann man auch nicht immer so viel drauf setzen. Bulail, vielen Dank für die 100 Bits. Super nett von dir. Der ist da hinten irgendwo an der Ecke hängen geblieben. Hallöchen. Die sind schon auch groß, ne? Aber das ist ja sogar lore-technisch erklärt. Zombies werden wirklich größer, als die noch zu Lebzeiten waren. Weil sich die Muskulatur so massiv verstärkt. Dass die einfach auch wachsen. Die werden größer, massiver und stärker. Ich glaube, das ist auch was. Das haben sie sich erst nachträglich überlegt, aber ist trotzdem nett. Macht die Zombies halt noch bedrohlicher. Und erklärt, warum man die so schwer losschütteln kann und warum die so gefährlich sind, obwohl sie so langsam sind. Habe ich noch genug Munition, um die alle zu töten? Ich will wirklich nicht den Granatenwerfer auspacken müssen für die. Ich hole jetzt, vielleicht gehe ich zurück. Ich gehe vielleicht zurück und hole die Armbrust noch schnell. Ah, ich habe die Armbrustpfeile vergessen. Da waren ja noch Armbrustpfeile in diesem... Ah, shit. Da waren noch Pfeile in dieser Asservatenkammer oder was das war. Die wollte ich noch holen und habe sie liegen lassen, ich Trottel. Na, hoffen wir mal, dass wir da noch was Cooles finden an Munition oder so. Ich habe jetzt noch 5 Schuss Pistole. Könnte für einen Zombie reichen eventuell. Müssen wir uns gut überlegen, was die nächste Tür ist, die wir öffnen. Wir haben die Wahl, ne? Es gibt hier gerade viele, viele, viele Türen. Ich fange mal mit der hintersten letzten an. Oh, sind da nicht Hunde? Oh, ich habe so keinen Bock auf Hunde. Ich muss ehrlich sagen, Remake 2, 3 und 4 irgendwie besser. Der Gruselfaktor gerade bei 2 und 3. Besser als die Originale. Also ich kann es zumindest nachvollziehen, dass natürlich, ist eh ganz klar, die neuen Teile besser funktionieren heute als die Originale heute. Die haben natürlich auch schon allein wegen ihrer technischen Limitationen ganz schön verloren, einfach an Effekt, an Grusel. Aber damals waren die crazy. Claire, geh jetzt in das blöde Loch. Was ist denn los? Ach, um Gottes Willen. Und ja, der zweite geht, finde ich, also das Remake vom zweiten geht sehr viel mehr in Richtung Horror als der Original zweite, finde ich definitiv auch, würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja. Gute Nacht, Nick. Armbrust ist schlechteste Waffe im Spiel. Nein, ich mag die voll gerne. Also gegen Zombies? Nee, ich hab in der letzten Let's Play-Folge, ich hatte voll Spaß damit. Ich habe mit der Armbrust so eine Horde Zombies weggemäht. Es war voll lustig. Ich mag die wirklich. Ich finde die cool. Ich finde die gar nicht schlecht. Aber die Schrotflinte ist natürlich schon cooler, auf jeden Fall, ne? Ich verstehe nicht ganz, das ist ja auch eine sehr spezielle Armbrust, die irgendwie 3 oder 4 Pfeile gleichzeitig in so V-förmiger Fächeranordnung rausschießt. Das ist so ein bisschen weird auch, ne? Weiß ich nicht. Habe ich so noch nicht gesehen in real life. Aber es gibt bestimmt nichts, was es nicht gibt.
Als Silent Hill-Fan, muss ich sagen, hat mich Resi nie wirklich überrascht und richtig gegruselt. Ja, Silent Hill, Black Sabbath, vielen, vielen Dank für den Superchat. Dankeschön. Silent Hill ist halt, geht halt eine ganz andere Richtung als Resident Evil. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde tatsächlich nur Silent Hill 2 gut. Silent Hill 2 ist dafür absolut genial, aber die anderen bin ich auch kein so Fan davon. Aber der zweite ist schon super genial. Aber ich finde das super schwer, das mit Resident Evil zu vergleichen. Ist natürlich technisch gesehen das gleiche Genre, Survival Horror und so weiter, aber oh, Resident Evil ist halt voll gamey, ne? Ist halt ein Spiel. Silent Hill 2 ist halt eine tiefenpsychologische Analyse. No, I won't. Slenderrex, danke schön. Der Hype Train fährt ein. It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Oder so ähnlich. Wait, Sherry, don't go alone. Man könnte natürlich schon interpretieren, dass ihr Daddy von Monstern angegriffen wurde, wenn man Umbrella als die Monster sieht und so. Dann stimmt es irgendwie schon. Yay! Cheer 1. Dankeschön, Bulail, für die ganzen Cheer 1s. Oh, die Sherry-Passage. Ja. Genau, aber auch was Filme angeht, hat Silent Hill, finde ich, ganz klar die Nase vorn. Okay, da war auch nur der erste Film okay. Und der hätte auch besser sein können, wenn man sich die Vorlage vor allem anguckt und so weiter und so fort. Aber für eine Videospielverfilmung in der Zeit war der erste Resident Evil Teil schon sehr gut. Quatsch, der erste Silent Hill Teil schon sehr gut. Ne, immer so gemessen an... Oh Gott, oh Gott. Immer so gemessen an dem, was damals Standard war. Während der erste Resident Evil Teil, naja, passt schon war. Der war auch nicht der schlechteste für so eine Videospielverfilmung als derzeit. Muss man schon auch fairerweise sagen, auch wenn ich wirklich kein Fan von den Resident Evil Filmen bin. Bunios, vielen, vielen Dank für den Superchat. Dankeschön. Freut mich sehr. Feiern wir den ersten Super im Livestream, hä? Aber das ist ja schon der zweite Super im Livestream. Was willst du von mir? Komische Anzeige. Ich mache mal ganz viel Herzen in den Chat. Yay! So. Gut. Wir haben eine Karte gefunden. Ich habe ehrlich gesagt viele Silent Hill Spiele auch nicht gespielt, muss ich dazu sagen, wenn ich sage, dass ich den zweiten als einzigen wirklich gut finde. Ich habe den dritten nämlich zum Beispiel nie gespielt. Aber ich finde, alles ab dem vierten war nicht mehr wirklich so gut, oder? Eigentlich. Bis dann PT kam. Wenn man PT mitrechnet, PT war ziemlich awesome. Aber leider, den Rest kennt man ja. Und da ist dann Konami gestorben, quasi. Ich bin so gespannt, ob die Silent Hill wiederbeleben können. Ich traue Konami nichts mehr zu. Ich traue Konami kein Millimeter. Die sind, glaube ich, für immer tot. Ich hoffe, ich liege falsch. Aber ich glaube, Konami ist tot. Und Silent Hill wird jetzt nochmal ordentlich gemolken, bis es dann auch endgültig stirbt. Befürchte ich, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber gucken wir mal. Naja, die Filme mit Mila Jovovich waren alle nur Splatter. Die hatten nicht wirklich viel mit Resi zu tun. Wobei Resident Evil schon auch sehr Splatter ist. Ne? Ich meine, die alten Teile wirken heute nicht mehr so krass, aber damals war das schon total crazy, wenn man den Arme und Köpfe und so abschießt. Holy shit. So, ne? Aber die haben wirklich nicht viel mit der Reihe zu tun, auf jeden Fall. Das stimmt. Hi,
Hallo, Mr. Krabberpelle. Was? Hi. Willkommen. Ah, Sherry. Ich bin froh, dass sie überhaupt die Kisten schieben kann, ehrlich. Weil wer weiß, was da drin ist. Aber die schwimmen. Aber das muss nichts heißen. Kann auch viel Holz drin sein oder so. Schwimmt eigentlich? Schwimmt? Ha. Schwimmt eine... Eigentlich wahrscheinlich nicht. Das bricht gerade mein physikalisches Vorstellungsvermögen. Okay, warte mal. Ich muss mal eine Frage an euch in den Chat. Stellt euch mal vor, eine große, schwere Metallkiste, die offensichtlich untergeht. Und die große, schwere Metallkiste ist komplett wasserdicht. Da kommt kein Wasser ran. Aber jetzt wird die große, schwere Metallkiste mit sehr viel, sehr leichtem schwimmenden Holz gefüllt. Schwimmt dann die große, schwere Metallkiste? Hat die dann Auftrieb? Aber das Wasser hat keinen Kontakt zu dem Holz da drin. Die ist komplett wasserdicht. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Weil andersrum kann ich es mir vorstellen. Natürlich geht eine Holzkiste, die mit Blei gefüllt ist, unter, weil sie einfach schwer wird und so. Aber hat was mit Auftrieb im Inneren von was ohne Auftrieb Einfluss auf... Keine Ahnung. Egal. Ich meine, es hätte schlimmer sein können. Ja. Soll ich da auch mal noch rüberlaufen? Oh Gott, Hilfe. Die Gesamtdichte macht den Auftrieb. Okay. Da sind wir wieder was Heißem auf der Spur. Das klingt auf jeden Fall, das wird Sinn machen. Wenigstens hat die Resident Evil Filme nicht Uwe Boll gemacht. Es hätte schlimmer werden können, definitiv. Wobei, vielleicht wären sie dann schon wieder... Nee, wären sie nicht. Bin schon froh. Aber andererseits hätte die halt auch fast Romero machen können, ne? Und dann wird es halt gleich ganz anders aussehen im Resident Evil, in der Resident Evil Filmlandschaft. Mensch. Sofern Luft in der Kiste ist, schon, wie bei einem Schiff, oder? Ja, ja. Achso, da geht's gar nicht mehr lang. Ich finde es interessant, dass die Zombies Sherry gar nicht essen wollen. Die finden die nur zum Kotzen. Naja. Kommt darauf an, wie viel Luft in der Kiste ist. Aber warum, ich meine, mit Luft kann ich es mir eher vorstellen. Aber wie sieht es mit Holz aus? Wenn jetzt keine Luft drin ist, sondern Holz. Und die Kiste müsste Auftrieb haben, weil so viel schwimmendes Holz drin ist. Did you find your dad? Wird sie wahrscheinlich auch schwimmen, oder? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here. Die sind in meinem hypothetischen Szenario hundertprozentig dicht, die Kisten, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das Einfluss hat. Eigentlich dürfte das keinen Einfluss haben, ob die dicht sind oder nicht. I want you to stay with me. Wait, Sherry, come back. Sherry, Sherry! Wahrscheinlich können sich die Zombies einfach nur nicht bücken. Das ist alles. Deswegen ist Sherry unsterblich. We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Blip. Jo, da gehen wir eh gleich hin. Was wollte ich sagen? Genau, Zombies können sich auf offensichtlich einfach nicht runterbücken, deswegen ist Sherry so gut wie unsterblich. Ey, können wir das bitte aufheben, Claire? Was ist denn los? Jetzt.
Und ich glaube, ich meine, das Spiel wäre ein sehr anderes und wahrscheinlich ein bisschen weirdes und langweiliges, aber Leon und Claire müssten einfach nur auf allen Vieren durch die Villa kriechen, beziehungsweise jetzt durchs Polizeirevier hier, und dann hätten die Zombies keine Chance mehr, dann hätten die ein Problem, weil dann könnten die nur drüber irgendwie rum, die können versuchen drauf zu kotzen, aber ansonsten sind sie wahrscheinlich unsterblich. Wenn die Kiste luftdicht ist, ist egal, was drin ist. Doch weil ohne Luft nicht genug Auftrieb. Ha. Nein, ja, ich weiß es nicht. Ich bin raus. Wir werden es hier eh nicht eindeutig lösen, glaube ich. Die Zombies haben Rücken, ja, ich glaube auch. Hallo. Ah, Router neu starten ist immer eine gute Idee. Leider immer wieder mal notwendig, ne? Kenne ich auch. Ich bin ein bisschen schlecht bewaffnet. Ich fühle mich ein bisschen unterbewaffnet, muss ich sagen. Aber wir werden schon wieder Munition kriegen und sowas. Ich frage mich ja, wenn Umbrella Birkin nie überfallen hätte und die Virusse gestohlen hätte, ob der Virus dann nie in Raccoon City ausgebrochen wäre. Also ob er nie ausgebrochen wäre, wüssten wir nicht, aber zumindest nicht jetzt. Wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre mit Umbrella und mit der Welt. Nein, das war jetzt mal ein Ninja-Angriff. Warum reagiert der so schnell? So kenne ich die gar nicht. Meine Güte. Wie oft bin ich hier mit Leon durchgelaufen ohne Probleme? Gemeinheit. Durch einen Unfall bestimmt irgendwann. Also man kennt ja die Sicherheitsmaßnahmen, die Umbrella so... Warum steht da jemand? Ich habe hier alle fein säuberlich erschossen. Und jetzt steht hier einfach einer. Ich finde das ein bisschen gemein. War der etwa nicht tot? Nein, und jetzt schieße ich daneben. Was ist denn das? Soll ich jetzt echt mit einer Säure... Nee, eine Säuregranate nicht. Kann ich die... Ja, okay, eine normale Granate nehme ich von mir aus. Aber ehrlich gesagt, oh, aber ich mach's. Oh, war das Verschwendung. Das tut mir gerade ein bisschen, das tut mir weh, wie verschwendet das war. Nee, mach ich nicht nochmal. Hier kommen wir rein und wieder raus, ohne zu schießen, hoffe ich. Eben, die Sicherheitsmaßnahmen bei Umbrella kennen wir ja. Da sind Passwörter irgendwie, die Vornamen, oh Gott. Von irgendwelchen Angestellten und deren Freunden. Und, ja, überall liegen Zettel mit Passwörtern rum und Codekombinationen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt so mich drauf verlassen, dass da mal nichts passiert wäre ansonsten. Aber zumindest nicht jetzt und nicht so schnell wahrscheinlich. Vielleicht hätten die auch das Labor in Raccoon City evakuiert, weil immerhin, ne, die Raccoon City Police war eine Gefahr und so weiter. Könnte auch sein, dass die dann einfach alles dicht gemacht hätten, panisch. Und woanders hin verlegt hätten. Jetzt steht da noch einer. Haben die einfach neue? Hätte ich die einfach stehen lassen sollen, die Zombies vorher, weil die jetzt eh neu bestückt werden hier? Das ist so gemein, ey. Das ist so gemein, das Spiel manchmal. Nur weil ich jetzt mal kurz für eine Minute Sherry war. Es sieht einfach aus wie eine alte Pergamentrolle, die da liegt. Ich meine, es ist auch eine Karte, aber warum ist die Polizeikarte eine alte Pergamentrolle? Up and down and up and down and up. Sehr gut gemacht. Ohne den Ausbruch wäre Raccoon City langweilig. Da hätte ich wirklich voll Bock drauf. Das ist wahrscheinlich utopisch und das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber
Ich hätte tatsächlich gern mal einfach ein Open-World Raccoon City-Spiel. Ich bin gar nicht so der Open-World-Narr eigentlich, ne? Ich bin jetzt niemand, der sagt, Spiele müssen Open-World sein, damit sie gut sind oder was weiß ich was. Aber ich würde einfach gern mal Raccoon City erkunden können. Es ist mir eigentlich ganz egal, das kann von mir so ein Rennspiel sein, auch wenn es total überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich möchte einfach nur in Ruhe oder auch im Survival-Horror, ist auch okay, Raccoon City als Spielwelt vor mir haben und wirklich erkunden können. Und dann auch das Polizeirevier und das Krankenhaus und die Orte, die man kennt, besuchen. Und ich fände es voll nice. Ich fände ein Open-World Raccoon City-Spiel einfach voll nice. Vielleicht, das würde ich mir für Resident Evil 9 definitiv wünschen. Wenn ich mir was aussuchen dürfte, ne, wenn Capcom sagen würde, hey, Landsquid, du darfst jetzt aus irgendeinem bescheuerten Grund bestimmen, was wir als nächstes Resident Evil machen, dann sage ich, macht ein Open-World Raccoon City Survival-Horror-Spiel bitte. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Ach, da hätte ich Claire jetzt auch die Maschinenpistole überlassen können. Ne? Da hat jetzt Leon egoistischerweise alles genommen. Und es war viel zu viel. Leon war am Schluss so überpowered bei mir. Es war lächerlich. Ich hätte das Spiel nochmal durchspielen können mit der restlichen Munition, die ich hatte. Naja. Der Kendo Gunshop Simulator, ja, warum nicht? GTA für Resident Evil. Es gibt eine Mod, die leider eingestellt wurde, wo man zuerst normal in Raccoon City ist und dann erst Zombies kommen. Ah ja, okay. Ich meine, Raccoon City ist halt eine sehr große Stadt. Das macht es halt wirklich auch schwierig, die vollständig abzubilden. Also jetzt nicht sehr groß, das ist keine Millionenmetropole. Aber ich glaube, so um die 100.000 Einwohner hat die Stadt eben schon. So klein ist sie nicht. Ja, ich weiß nicht, wie man das umsetzen könnte so richtig. Ich glaube, am meisten Sinn würde eventuell so eine Art The Evil Within 2 quasi machen, ne? Sowas in der Richtung, wo man einzelne Gebäude betreten kann und jedes Gebäude ist so sein eigener Vergnügungspark, so, ne? Keine Ahnung. Warte mal kurz, Hunde. Ich lade lieber kurz nach. So. Ich glaube, die effektivste Art, gegen Hunde zu kämpfen, ist eigentlich immer, wenn die am Boden liegen, auf die zulaufen, damit man immer den Max Damage macht. Aber ich habe nie behauptet, dass ich effektiv bin. In irgendwas. In nix. Insofern. Whatever. Oh Mist, ich habe keinen Inventarplatz mehr für Kraut. Lass ich es wohl liegen. Schade. Der zweite hatte kein Budget. Genau, das stimmt. Also wenig. Capcom war es geht mir nicht in den Kopf, Leute, aber Capcom hätte nicht damit gerechnet, dass der Resident Evil 2 Remake erfolgreich wird. Was ist mit denen los? Obviously, aber gut, okay. Ja, die hatten wirklich nicht viel Budget, habe ich auch gehört, auf jeden Fall. Ach, dass bei ihrem Hund den Zombie frisst, ist irgendwie nett, ne? Bei Leon sind da ganz viele Zombies außenrum. Oh Mist, wir sind hier in einer blöden Situation, Hunde. Wartet mal kurz. So, Overkill. Jetzt habe ich wieder einen Inventarplatz frei. Lade ich noch die Pistole nach. Ich hätte halt schon gehofft, muss ich sagen, dass ich beide Hunde erwischt hätte mit der Granate, aber gut.
So. Capcom geht nur nach Zahlen. Ich denke, das macht in gewissen Rahmen jede Firma. Es geht immer um Zahlen oder um Image. Ne? Oft geht es auch um Prestige und dann ist es erstmal nicht so wichtig, wie gut sich was verkauft und so weiter. Aber bei Capcom merkt man schon sehr stark. Also da fällt es einem auch sehr stark auf, dass es wirklich nur nach Zahlen geht. Denen ist es auch komplett wurscht, dass die Resident Evil Filme von Kritikern und von Fans nicht so geliebt werden, weil die ordentlich Kohle machen. Und dann ist Capcom happy. Das ist schon stark so, ja. Na, das muss mal Sony echt lassen. Nicht, dass es Sony nicht auch nur um Kohle gehen würde, aber die machen eben auch wirklich so Prestigeprojekte. Und die fördern dann auch echt Projekte und pumpen Geld in Sachen, die andere Firmen nicht anfassen würden und die halt einfach kommerziell nicht so erfolgreich sind. Die haben VR gepusht ohne Ende, auch wenn es denen nicht so viel gebracht hat tatsächlich und pushen das immer noch. Und die haben so Sachen wie Death Stranding finanziert, wo es jetzt einen zweiten Teil gibt und so. Ne? Das muss man denen schon anrechnen. Dammit. Lasst mich doch in Ruhe. Noch ein Film. Ah, jetzt ist mein Inventar voll. Blöde Hunde. Wauzi macht Bumm, aber sowas von. Das war schon fast ein bisschen lustig. Den Hund mit einer Granate in die Luft zu sprengen, war ein fast schon humoristischer Overkill, ne? Oh-oh. Nanunana, ich würde so gern die mitnehmen. Ich nehme die auch mit. Ich nehme jetzt das eine Heilkraut. Ich bin ein paar Mal getroffen worden. Naja. Nee, ich habe die Tasche. Ich habe ja alles mit Leon. Leon hat sich ja wieder alles unter den Nagel gerissen, der Arsch. Hat Claire wieder überhaupt nichts übrig gelassen. Typisch Leon, ne? Aber ja, er wurde zerfetzt. Es sieht so aus, als wäre er von innen heraus aufgeborsten oder so ähnlich. Aufgebürstet. Ich denke, dass jetzt Code Veronica ein Remake bekommt. Ich finde es auf jeden Fall cool. Der DHL-Simulator. Ich fand Death Stranding schon sehr, sehr nice. Das hat mir schon echt gut gefallen. Ich fand das sehr cool. Und ich freue mich echt über eine Ankündigung von einem zweiten Teil. Weil damit habe ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Das ist ja schon ein relativ weirdes, exzentrisches Projekt da von Kojima gewesen. Und dass das jetzt einen Nachfolger kriegt. Aber das hat Potenzial für einen Nachfolger. Ich sehe da viel Potenzial für einen Nachfolger. Ich habe mir schon während des Spielens des ersten Teils gedacht, dass die Gadgets und Gimmicks, die man so hat, um die Welt zu durchqueren, im Grunde nur an der Oberfläche des Möglichen kratzen. Und es kamen ja dann auch kostenlose Updates, die tatsächlich noch mehr Möglichkeiten mit der Welt zu interagieren und die zu durchqueren hinzugefügt haben, wie so Paketkatapulte und so Blödsinn. Und da steckt noch viel drin. Bin ich sehr gespannt. So, wir gehen jetzt wieder die Treppe hoch, würde ich sagen. Ich muss mich nur kurz orientieren, damit ich nicht irgendwie mich verlaufe und unnötig irgendwelchen Leuten, so wie dem hier, in die Arme laufe. Das ist aber schon wieder neuer, ne? Gut, dass ich die anderen beiden nicht umgebracht habe. Die wirklich, alle 2 Minuten packen die hier einfach einen neuen Gegner rein. Oh, und hier auch. Dammit. Ich muss die jetzt fast grenadieren ein bisschen, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die schönen anti-lebende Wiesengranaten hier. Ich sehe nichts mehr. Der hätte wenigstens für seinen Freund auch noch was übrig lassen können und nicht alle Projektile allein tanken, ey. So, Hammers. Ach, schlimm.
Ich habe Barry von Europa aus Weinhörn, ja. Besonders gut gegen lebende Ziele sind die da, hat Barry gesagt. Against living things. Barry ist der Beste. Man kriegt Barry mal seinen Hauptteil. Ja, okay, in Revelations 2 war spielbar. Das ist eh schon nett und so. Aber wann kriegt der mal seine Hauptrolle? Die hat er verdient, finde ich. Watchmen's Diary. Ja, ohne, also ich muss schon, die Chills Kampagne in Resident Evil 1 ist mit Abstand das Beste überhaupt. Ich muss hier leider unbedingt nochmal zurückkommen, weil die Säuregranaten lasse ich nicht liegen, vor allem nachdem ich jetzt so viele verschossen habe. Also Jill und Barry in der kompletten Reihe sind das die besten Dialoge und die besten Cutscenes im Original Resident Evil 1. Jill und Barry sind einfach der Hammer. Absolut großartig. Na klar, in Revelations 2 ist er schon ein Protagonist. Kann man schon sagen. Der hat da schon eine von vier Hauptrollen. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen in die Bredouille geraten. Meine Güte. Ja, und so lustig, ne? So unfreiwillig komisch. Das ist einfach großartig. Wirklich großartig. Vom Chill-Sandwich über die Waffe gegen Living Things bis hin zu... Was ist noch? Na gut, aber gut, wenn Wesker Chris seine Superwaffe vorstellt, das ist schon auch sehr lustig. Das muss ich schon auch sagen. Das ist schon auch sehr lustig. Wenn dann sagt, yeah, my ultimate weapon, und dann fängt Chris zu lachen an. Und dann sagt er so, Chris, stop it! Da zeigt Wesker Chris sein Spielzeug. Ja, Master of Unlocking ist auch gut. Ne, sein neues Spielzeug, was er cooles gemacht hat, den Tyrant, und er ist voll stolz drauf. Und dann fängt Chris einfach zu lachen an. Und man hört so in der Stimme des Synchronsprechers, wie entrüstet Wesker deswegen ist. Chris, stop it! No, don't laugh! Das ist schon auch sehr gut. Ach ja, der Wesker. Das finde ich jetzt echt nicht nett von dir, dass du über mein perfektes Lebewesen lachst. Ein Resident Evil Spin-Off aus der Sicht von Umbrella. Nur ist die Frage, wen würde man dort spielen? Mit Hank könnte man sowas natürlich gut machen, ne? Also der wäre zumindest, glaube ich, so ziemlich... Gut, es gäbe natürlich noch aus Resident Evil 3. Wie heißt der gleich nochmal? Oh, wie heißt er denn gleich noch? Mir fällt sein Name nicht ein. Ihr wisst ja, mein Namensgedächtnis. Aber den Antagonisten aus Resident Evil 3 könnte man auch nehmen, weil der lebt auch noch. Also ganz offiziell, dass der noch leben muss, weil man findet in Resident Evil Survivor, und das ist Canon, auch wenn man es kaum glauben kann, Nikolai, dankeschön, findet man ein Dokument von dem, das nach Resident Evil 3 erstellt werden musste. Geht nicht anders. Also der muss eigentlich noch leben. Der wäre auch eine Möglichkeit. Aber den will ich nicht spielen, ehrlich gesagt. Oh nein, mein Controller ist ausgefallen. Was ist denn los? Ich speichere mal. Zum Glück, stellt euch vor, hier wäre ein Licker oder so. Na, er blinkt und blinkt und blinkt. Oh. Irgendwie ist auch meine Kamera eingefroren, ne? Hallo? Okay, das geht noch, aber meine Kamera, die geht nicht mehr. Ach ja. Immer ist irgendwas.
dachte schon, Twitch spinnt. Naja, ich glaube, es liegt an mir. Aber das ist wieder gruselig, ne? Dass gleichzeitig mein Controller ausfällt und meine Kamera einfriert. Da fragt man sich, was ist da los? Was ging da wieder für ein komischer Search durch meinen Rechner, der alles lahmlegt? Hallo, ich glaube, ich bin wieder da, oder? Ja, gut. Okay. Oh, der Basti hat die Haare schön. Hallo. Ich habe die gestern extra noch meinen eigentlich schon nicht mehr vorhandenen Undercut nachgeschnitten. Nur für euch. Hängt beides an einem USB-Port? Nee. Hängt. Also, Nee. Es hängt nicht im gleichen USB-Port. Nee. Gut, ich hatte schon Angst, dass wir den noch brauchen. Haben wir wieder einen Inventarplatz mehr. Möchte gern Carlos wiedersehen. Den gibt es ja auch noch. Ich arbeite gerade an einem Video. Die Tonspur ist sogar schon fertig. Ich muss nur noch dazu schneiden. Über die vielen, vielen verschiedenen Enden. Oh, verdammt. Ich habe die falsche Waffe in der Hand. Wir brauchen die gegen Living Things. So. Und welche davon eigentlich Kanon sind und welche nicht. Und es ist sehr kompliziert, die Frage zu beantworten. Kann ich schon mal sagen. Ich habe es in dem Video versucht. Wird wahrscheinlich die nächsten Wochen dann mal online gehen. Weil vorher ist auch die Frage gefallen, ob jetzt das Resident Evil 2 Remake Canon ist oder nicht. Und die Antwort ist ja. Aber irgendwie ist alles Canon. Auch wenn es gar nicht zusammenpasst. Und irgendwie auch nicht. Insofern, Aber ja. Die Ports laufen meistens alle über den Controller. Ich kenne mich da leider null aus. Wie das zusammenhängt. Nee, beziehungsweise stimmt gar nicht. Der Controller ist über Bluetooth verbunden. Der ist überhaupt nicht. Das ist die Stelle, die ich vorher schon meinte. Der ist überhaupt nicht. Ah, hier bräuchte ich das Feuerzeug, ne? Dammit. Der ist überhaupt nicht über USB verbunden. Und Bluetooth ist onboard. Also ich habe auch nicht irgendwie eine Bluetooth-Adapter oder sowas. Okay, wir brauchen das Feuerzeug. Dann holen wir das Feuerzeug schnell. Resident Evil Multiverse regelt. Ja, es gibt Sachen, die... Das ist ja das Weirde. Ihr müsst euch einfach das Video anschauen, wenn es fertig ist. Es gibt quasi Sachen, die sind eher offiziell Kanon als andere. Es ist eher so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. So ein bisschen. Das Knuddel, Dankeschön für die vielen, vielen Bits. Freut mich sehr. Super nett von dir. Es ist zum Beispiel aus Resident Evil 1, ne, aus dem Original. Da ist ja die Frage, okay, ist jetzt der Chill Run oder ist der Chris Run Canon? Und dann gibt es ja noch die verschiedenen Möglichkeiten, dass entweder nur Chris oder nur Chill oder Chill und Chris oder Barry Chill Chris oder, ne, gibt es verschiedene Konstellationen. Die einzige Konstellation, die es nicht gibt, ist Rebecca Barry Chill und Chris. Und das müsste die Konstellation sein, die Canon ist, offensichtlich. Aber die gibt's gar nicht. Also nichts im ersten Teil kann offiziell Kanon sein. Gleichzeitig werden einzelne Aspekte quasi in zukünftigen Spielen wieder aufgegriffen. Also die müssen schon passiert sein. Also ist irgendwie so eine Mischung aus beiden Spieldurchläufen mehr oder weniger Kanon und doch irgendwie keiner davon. Und so ist es fast mit allen Teilen. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht auch ein Energieeinstellungsproblem für Wireless-Verbindung.
Liest ihr nur Twitch-Stream oder auch YouTube? Ich lese nur Twitch-Stream. Grundsätzlich. Das ist gerade der Witz, weil das ist eine YouTube-Nachricht. Naja, okay. Witze, die man erklären muss, sind immer die besten. Cool, dass du mal live dabei bist, Dominik. Denke, Chill ist offiziell, dass Chill gegen Tyrant gekämpft hat. Dachte auch, im zweiten ist es richtig, Claire, Ali und B. Andersrum ist falsch. Ja, aber ganz so einfach ist es eben nicht. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Ne, weil wie gesagt, Chill kann deswegen nicht offiziell sein, weil dann wäre Rebecca, würde Rebecca nicht aus der Villa gerettet werden. Dann würde Rebecca gar nicht existieren. Es gibt keine Rebecca im Chill-Universum. Und Chris kann auch nicht die ganze Zeit nur in der Gefängniszelle gesessen sein. Vor allem gibt es ja dann noch die Lightgun-Shooter, die ja quasi offizielle Berichte im Grunde sind von den Überlebenden der einzelnen Teile. Und die sind dann teilweise wieder ganz anders, aber andererseits teilweise auch wieder sehr viel logischer als die eigentlichen Spiele in vielerlei Hinsicht. Können aber auch nicht so ganz stimmen. Es ist verwirrend. Ja, ich muss mir das noch mal kurz anschauen. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Okay, ein Bild eines Mannes auf einem Schlitten. So ein Schlitten mit Rädern. Ihr wisst schon, was ich meine. Genau, irgendwas ist auf dem Queen. Light the Queen, the King, the Check. Okay. Lumps. Ich finde es irgendwie lustig, dass das einfach rausfällt. Oh nein! Es ist Mr. Boxo Tranchy. Au, der hat mich ganz schön geclotheslined gerade. Smash! So, nix wie weg hier. Mr. Tranchy, ist John Cena oder dieser Kool-Aid Running Gag. Das ist so witzig, ne? Das sind so Sachen aus der amerikanischen Kultur, mit gerade dieser Kool-Aid, den kennt man nur in Deutschland aus den Referenzen. Im Original kennt man das ja gar nicht. Tranchy, du musst mich schon vorbeilaufen, wenn du hier schon durch so Wände durchbrichst lassen. Okay. So, was haben wir jetzt und was haben wir noch nicht? Ah, wir müssen noch in den Glockenturm natürlich jetzt. Ja, okay, gut. Und ich wollte eigentlich noch die Säuregranaten holen, ne? Ich hole schnell die Säuregranaten. Da müssen wir durch ein bisschen, ne, ich speichere vorher. Da müssen wir ein bisschen durchs Zombieslalom durch und so weiter. Aber das wäre schon gut, wenn wir da noch eine Handvoll mitnehmen würden. Hier ist, wenn du Mr. X tötest, lässt er Items fallen. Das ist Nemesis. Ich glaube nicht, dass es sowas wie tragende Wände in Myrica gibt. Irgendwas muss die Häuser ja aufrecht halten, ne? Ich weiß es nicht. Aber wenn man da manchmal so Videos sieht, wie Leute einfach so durch eine Wand durchboxen und die ist einfach so hauchdünn und aus wahrscheinlich mal einfach nasser Pappe zusammengekleistert, ne? Wie so ein Kindergartenprojekt sehen die manchmal aus, die Wände in den USA, dann muss jetzt Mr. X nicht besonders stark sein, damit er da einfach durch Wände laufen kann, das stimmt. G-
Genauso Pappmaché. Pappmaché war das, was ich gesucht habe. Pappmaché war das Wort, das ich gesucht habe. So Pappmaché-Wände. Ja. Achso, Moment. Auch Mr. X lässt Items fallen. Ich halte das sogar für möglich. Ich weiß es gar nicht. Aber das ist mir auch die Munition nicht wert. Lässt der im Original wirklich Items fallen? So. Holen wir uns noch die... Ich nehme aber schon mal... Ja, so machen wir es. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich nehme schon mal die Kurbel noch mit. Ah, die habe ich schon. Na dann. Ich besitze ein über 800 Jahre altes Fachwerkhaus. Bin da also verwöhnt. Ah, das ist... Ich weiß gar nicht. Sind Fachwerkhäuser so super stabil, was das angeht? Oder wie sind die so massiv gebaut? Ja, Pistolenmunition am Anfang, später Armbrust-Magnum-Muni. Aber lohnt sich das? Lohnt sich das, den zu besiegen, wenn der so durchkommt? Weil der hält ja, der steckt ja wahrscheinlich... Steckt der, also lässt der mehr fallen, als er einsteckt? Ich habe meine Säuregranaten verloren. Bitte bring neue mit. Ich bin auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Man sollte nicht ohne spezielle Waffen gegen Living Things aus dem Haus gehen. Alter Barry-Leitspruch. Der kriegt mich. Nein! Gemeinheit. Ich hoffe, der Flur... Wenn der Flur jetzt wieder mit Zombies voll ist, dann mag ich auch nicht mehr. Gott sei Dank. Muss ja, sonst würde es keine 800 Jahre... Das ist ein Argument. Das ist durchaus ein Argument. Dass das stabil sein muss, damit es 800 Jahre stehen kann. Das ist wahr. Aber muss man so einem Fachwerkhaus nicht voll viel rumsanieren ständig und rumbasteln und so weiter und so fort? Da ist doch auch sehr viel Holz verbaut, ne? So Holzbalken. Die müssen doch sicher irgendwie immer wieder mal ausgetauscht werden. Kann ich mir vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Definitiv stabil. Isolation ist manchmal so eine Sache, aber die Lehmwände sind sehr atmungsaktiv. Ah, okay. So. Nein, jetzt lass mich doch mal durch. Es ist einfach schlimm mit diesen Zombies. So, passt schon. Nur zweimal gebissen. Das war ein paar Säuregranaten wert. In Amerika ist das nicht meistens Holzgestelle als Wand, die mit Spannplatten oder ähnlichem zusammengetackert werden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da genau benutzt wird. Wenn das Holz trocken ist, gibt es keine Probleme. Das hat man zu der Zeit... Achso, das bezieht sich auf was anderes. Na gut. So, Glockenturm ist unser nächstes Ziel. Auf geht's. Hallo, Gila. Kennt noch jemand die Serie Attack of the Killer Tomatoes? Oh, warte mal, da dämmer... Ich kenne auf jeden Fall den Film, aber bei der Serie... Dämmert so ein bisschen. Was gab's da nicht? Eine Zeichentrickserie dazu oder sowas? Oh, das ist aber ganz, ganz grau im Hinterkopf versteckt, die Information. Oh, habe ich dich nicht schon umgebracht? Was machst denn du hier? Na warte, nimm das. Gegen Living Things.
Also ich meine, Barry hat nicht zu viel versprochen, das muss man sagen. Living Things sind sehr tot, wenn man darauf schießt mit Säuregranaten. Er hat schon recht. Kann man nichts sagen. Ist der Uhrenturm die erste oder zweite Tür? Ich weiß, ich kann mich immer nicht... Es gibt nur eine Tür, gut. Dann wird's die sein. Die Zeichentrickserie basiert auf dem Film, ja, ja. Den Film erst wieder angesehen. Oh Gott, kann man den noch gucken? Der war ja schon damals unglaublich trashig. Dank dir vielmals allerherzlichst für deinen Content, deine Mühe, deine Authentizität und einfach deinen Charakter. Bin gerade in einer sehr schweren Zeit, habe extrem mit Sozialphobie zu kämpfen. Sehr gerne, Gila. Freut mich, dass dir mein Content da vielleicht wenigstens ein bisschen helfen kann. Oder ja, cool. Genau, aber sehr abgeschwächt, die Serie. Ja, ja, das glaube ich. Das war so ein Ding in den 80er, 90er, ne? Dass irgendwelche krassen Filme für Erwachsene, also jetzt, ich meine Horrorfilme und sowas, zu Zeichentrickserien wurden, wie Ghostbusters und so weiter. Ich meine, Ghostbusters war jetzt nicht der allerkrasseste Horrorfilm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da hat man irgendwelche Lizenzen von erfolgreichen Horrorfilmen genommen, die eigentlich Kinder nicht unbedingt sehen müssten und hat da so Cartoons draus gemacht. Super weird. Finde ich das. So, jetzt aber. Genauso wie Beetlejuice, ja, 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 ja. Beetlejuice ist auch ein gutes Beispiel. Ghostbusters, Beetlejuice, Killer Tomaten. So war das damals. Wobei Ghostbusters noch cool gewesen ist. Ich habe Ghostbusters ist jetzt auch nicht das beste Beispiel für einen Horrorfilm, den Kinder nicht schauen sollten. Ich habe den als Kind natürlich auch geguckt und ich fand den schon auch gruselig, muss ich sagen, aber ne, da hat man jetzt keine bleibenden Traumata davon gezogen von dem Film. Zumindest nicht viele. Wenn der Schleim so nach dem Baby greift, das fand ich schon gruselig. Da hatte ich ein bisschen Angst vor Badewannen danach. Aber ansonsten kaum bleibende Schäden hinterlassen. Ich lese es auch im Chat gerade, der Schleim in der Badewanne. Der hat Eindruck hinterlassen. Und wenn man es heute sich anguckt, sieht es so scheiße aus, weil die ganze Badewanne offensichtlich nur aus dem gleichen Gummimaterial ist wie der Schleim. Und da ist irgendwie, weiß ich nicht, ob es eine Animatronik ist oder ob da einfach irgendjemand drin mit einem wie so ein schlechtes Geisterkostüm in dem Bad steht. Aber ja, damals, war das sehr creepy. So, Leute. Helft mir mal weiter. Wir haben bestimmt hier im Chat einige Leute, die das Spiel in- und auswendig können, ne? Was machen wir denn? Wir haben jetzt die drei Dinger hier. Den blauen Stein zweimal, den Schlangenstein und den anderen. Wo bringen wir die jetzt hin? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich kann mich an Claire B. überhaupt nicht mehr erinnern. Das war Ghostbusters 2, ja genau. Ich überlege tatsächlich die ganze Zeit, was... Ich bringe Ghostbusters 1 und 2 viel durcheinander. Aber der erste Teil war der... Nee, das war auch der zweite. Was war denn im ersten Teil? Ich überlege echt gerade, alle Erinnerungen sind der zweite. Wer war denn im... Ah! Nee. Das war auch der zweite Teil. Wer war denn der große böse Obergeist im ersten? Irons hat ein Schloss mit dem Stein. Aha, okay. Ach, Gozer war im ersten Teil. Ich bring das komplett durcheinander. Aber im ersten Teil war doch, Sigourney Weaver noch nicht dabei, oder? Oder? Okay, das heißt, wir holen jetzt die drei Steine und gehen zum Hubschrauberabsturz, zur Hubschrauberabsturzstelle.
Doch. Okay. Dann passt's. Ich dachte nämlich gerade, dass Sigourney Weaver nur im zweiten Teil dabei war. Und deswegen waren meine... deswegen bin ich so durcheinander gekommen, weil ich dachte mir die ganze Zeit... Nee, warte mal, da war auch Sigourney Weaver dabei. Das muss der zweite Teil gewesen sein. Aber was war dann im ersten? Nee, dann ist alles gut. Dann weiß ich schon wieder. Dann, ja. Die hat in beiden mitgespielt. Nee, dann ist alles gut. Im ersten Teil wurde sie zur Torwächterin. Genau, und das habe ich eben durcheinander gebracht, ne? Ich dachte mir nämlich, dass das alles der erste Teil ist, aber dann dachte ich mir immer, nee, warte mal, da ist Sigourney Weaver dabei. Dann ist im ersten Teil... Ich bring's trotzdem durcheinander. Ist dann im zweiten Teil Ivan der Schreckliche? Viggo, genau. Genau. Dann ist alles gut. Dann haben wir es wieder. So. Dann hätten wir das. Passt soweit. Viggo Teil 2 und Dozer oder wie er hieß, Teil 1. Gut. Hallo, Dominik Sick. Bin großer Resi-Fan, hab jeden Teil durchgespielt und verfolg dich schon lange. Machst sehr coole Videos, hab's endlich mal in dein Live geschafft. Freut mich, dass du da bist. Hallo, willkommen. So, kurz orientieren. Ich muss... ja, ich glaube, ich muss ins obere Stockwerk. Denk dran, nicht die Strahlen zu kreuzen. Ja. Ah, Ghostbusters Legacy habe ich noch gar nicht geguckt, aber der soll gut sein, ne? Der ist ja auch schon wieder ein alter Hut wahrscheinlich für die meisten von euch, aber ich habe den noch nicht sehen können bis jetzt. Muss ich mal nachholen. Teil 1 Marshmallow Mann, Teil 2 die laufenden vollgeschleimten, die laufende vollgeschleimte Freiheitsstatue, ja. Welcher war dein Lieblingsteil? Ist die Frage an mich gerichtet? Ich weiß es nicht, aber ist auch wurscht. Der vierte, der Original vierte. Auch wenn mir das Remake vom vierten sehr gut gefällt, ist es immer noch der Original vierte, würde ich sagen, der mein Lieblingsteil ist. Ich pfeife mir mal schnell ein grünes Kraut rein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Heilung ist selten das Problem bei Resident Evil. Bei mir, bei den klassischen. Manchmal, wenn ich die so spiele, denke ich mir, es wäre schon nice, ne, wenn man die so ein bisschen speedrunnen würde und auswendig lernen würde und so weiter und so fort. Und halt immer und immer wieder spielen würde. Aber das macht mir leider einfach sehr schnell keinen Spaß. Ich muss Spiele echt so spielen, so mag ich sie am liebsten, dass ich eben gerade absichtlich sehr lange nicht mehr spiele. Bis ich komplett alles vergessen habe und dann... kann ich sie wieder spielen. Dann machen sie mir auch wieder Spaß. Ach, du Mr. Z. Mit deinem Woke-Film. Immer diese Woke-Panik. Ghostbuster 3 Legacy knüpft ja an die Ereignisse an Teil 1 an. Ah, okay. Claire! Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Resident Evil 1 Remake ist auch natürlich sehr gut.
Resident Evil 1 im Speedrun 1.26, da war ich 19 Jahre alt. Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre der Weltrekord. Und das kam mir für Weltrekord fast ein bisschen lange vor, sogar, muss ich sagen. Ich finde das gut, Mr. Set. Ich finde das gut, wenn Filme es schaffen, marginalisierte Gruppen abzubilden. Und auch Videospiele. Das muss viel mehr passieren, überall in allen Medien. Und ich halte das für Blödsinn, dass Filme dadurch schlechter werden oder darunter leiden. Es gibt schlechte Filme. Also ich kenne kein Beispiel von einem Film, der schlechter wird, weil er woke ist. Im Gegenteil. Was heißt im Gegenteil, stimmt auch nicht. Ich kenne auch keinen Film, der besser wird, weil er woke ist. Ich finde es gut und sympathischer. Aber es gibt halt schlechte Filme, wo große Firmen irgendwie noch marginalisierte Gruppen reinquetschen. Und das sind dann natürlich weiterhin schlechte Filme. Aber ich glaube nicht, dass die Besetzung von Rollen mit marginalisierten Schauspielern und Schauspielerinnen irgendeinen Einfluss auf die Qualität von einem Film hat. Es sind halt gute Filme oder schlechte Filme. Ich weiß wirklich nicht, was da das Problem ist. Ah, als Randomizer. Ja. Randomizer finde ich schon auch cool. Ich glaube, mein Lieblings-Randomizer ist tatsächlich Pokémon. Ich finde Pokémon-Randomizer super, super cool. Mag ich immer wieder mal gerne. Aber wirklich eigentlich immer nur so die ersten paar Stunden. Das finde ich immer total cool, weil man halt nie weiß, was man so als Startteam kriegt. Und wenn dann irgendein total krasses, seltenes Mewtwo plötzlich im Wald am Anfang auftaucht, ist das schon lustig. E-Mail an den Chief oder sowas. Mr. Brian Irons, Chief von Raccoon City Police Department. Wir haben die Facility im Labor verloren wegen der Aktionen. Moment mal. Den Brief kennen wir, auch wenn wir... Den haben wir mit Leon woanders gefunden. Ich weiß nicht mehr wo. The elevator goes down. Claire! I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Ja, aber Ghostbusters Legacy muss ich mir echt anschauen. Ich verstehe Twitch auch nicht. Keine Sorge, Dominik. Okay. Wer hat denn die Fackeln angezündet hier? Mein Lieblings-Randomizer ist Zelda 3 und Super Metroid. Als Cross-Random, das habe ich mal gespielt, ne? Wo man dann wo es dann so ein Portal zwischen Super Metroid und Zelda 3 gibt. Und man spielt die beiden Spiele parallel und findet dann in Metroid ein Item, das einem in Zelda weiterbringt und andersrum, ne? Das ist crazy. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dramatische Pause. William Birkin. I'm sure you've already seen this little girl running around here somewhere. Slenderax, vielen, vielen Dank für die Bits. Das Glas wird explodieren. In case you're ready for the doubt. Dankeschön. I'm going to take you with me. What the?
Das war auch irgendein Stock-Footage-Schrei von Irons gerade. Den kenne ich irgendwoher, den Schrei. Garantiert. Aus irgendeinem anderen Spiel, glaube ich auch. Aber ich kann überhaupt nicht mehr sagen, woher. Aber garantiert den gleichen Schrei. Naja, Krokodile, Totenschädel, Chloroform. Ah, guck mal. Against Living Things Waffen. Ja, jetzt hängt sich Birkin Irons als ausgestopfte Trophäe an die Wand. Ist nur fair, finde ich. Na gut, dann, Claire, würde ich sagen, na gut, okay, schauen wir uns nochmal kurz um. Schau nicht immer in das gleiche Regal. Schau doch mal in die anderen Regale. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Da habe ich nicht gerechnet. Tja. Halbe Portion dieser Irons. Na, dann würde ich sagen, gehen wir runter, Claire. Oder what could possibly go wrong? Das ist schon lustig. Das ist auch die erste Idee, die ich hätte, wenn das gerade passiert. Einfach mal runtergehen. Birkins. Mit der Eisenstange. Na gut, Birkins. Schönen Gruß von Barry. Ups. Claire, aufstehen. Nein, wir werden hier niedergekombot. Hui. Birkin, du spinnst. Komplett crazy. Muss ich gegen den kämpfen überhaupt? Ist er schon tot? Er ist schon tot, gut. Tschüss. Hi, Ralf. Genau, das ist Claire B. Ein Durchlauf, den ich überhaupt nicht mehr kenne, ohne Witz. Also wirklich komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Bin ich nicht der Einzige, der sich erschrocken hat gerade. Dann ist gut. Oh, ich habe heute auf Reddit so ein kurzes Video gesehen. Hey, ich war ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Das war so ein kurzer Clip, so ein kurzes Video. Da stand so drüber von wegen, wenn ich mir um 2 Uhr nachts einen Snack hole. Und dann stand da so ein Mann am Kühlschrank und stand in der Küche, Licht war an. Und er hat dann so was aus dem Kühlschrank geholt. Und dann ging er zur Tür von der Küche, hat das Licht ausgemacht und ist ganz schnell die Treppe hochgelaufen. Und dann kamen ganz viele dunkle Gestalten aus dem Schatten, die ihm hinterhergelaufen sind. Und dann hat er im Flur das Licht ausgemacht und ist ganz schnell die Treppe hoch und ist ins Schlafzimmer gesprintet und ins Bett und unter die Decke. Und die dunklen Gestalten blieben draußen vor der Schlafzimmertür. Und genau so fühle ich mich immer noch mit meinen fast 40 Jahren, wenn ich nachts irgendwo hingehe. Im Haus, wenn ich nachts aufs Klo muss oder sowas. Genau das. Wenn ich hinter mir das Licht ausmache, dann ist hinter mir Gefahr. Und dann muss ich weg. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt zu Sherry muss. Aber ja, das fand ich sehr lustig. Ich war sehr beruhigt, dass in den Kommentaren sehr viele erwachsene Menschen geschrieben haben, dass es ihnen genauso geht. Und das geht nicht nur mir so. Ich weiß wirklich nicht, wo muss ich denn jetzt hin zurücklaufen? Wo ist denn Sherry? Ist halt alles durcheinander oder andersrum. Bei Claire B, ja, aber es ist wirklich, ich habe ja Resident Evil 2, das Original, seit wahrscheinlich 15 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Zumindest nicht durch, ne, mal schon öfter mal angespielt oder so. Und ich bringe so viel durcheinander. Ich bringe teilweise Sachen aus dem dritten Teil, mit dem ersten, mit dem zweiten durcheinander, mit den Remakes durcheinander und so weiter. What
What's wrong, Claire? It's nothing. But I think I found a way out of here. We should be able to find someplace safe if we can just make it out of town. But... Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. Dankeschön, Elrom, für den einen Bit. Auch klein Bit macht Mist oder so. Das ist krass und geht nur, weil Zelda auf dem Oberram der Cartridge gemacht wurde und Super Metroid auf der unteren RAM-Seite der Cartridge. Das verstehe ich technisch nicht, aber ich glaube, dass es cool ist. Hallo, Zombie-Piraten-Girl. Willkommen. Okay, Sherry. Da liegt jetzt gleich ein halber Mann. Nur, dass du es weißt. Das ist wahrscheinlich nicht das Traumatischste, was du heute gesehen hast. Es ist ja auch relativ egal anscheinend, passt schon. Okay, mache ich nicht. Keine Sorge. Man fragt sich, wo die andere Hälfte ist, ne? Gegessen würde er sie ja nicht haben so schnell. Der sah noch relativ normal aus. Gleichzeitig ist er ausgerechnet in dem Moment mutiert, als wir gekommen sind, nachdem er Irons umgebracht hat. Und der ist sehr viel größer geworden, ne? Wo kam die Extramasse her? Vielleicht hat er doch den Unterkörper von Irons inhaliert und ist fusioniert. Oh, da bröselt's von der Decke. Zum Glück kann Mr. X nicht nach unten gucken. Das bestätigt meine Theorie, dass Zombies nicht nach unten schauen können. Ich glaube, der T-Virus verhindert, dass man sich irgendwie bücken kann. Kann man nichts machen. Was ist mit Kühltruhe? Das hat so ein bisschen auch Aliens-Vibes, ne? Im zweiten Teil, finde ich. Mit Claire und dem kleinen Mädchen in der Kanalisation. Und irgendwelche Monster, die uns in irgendwelche Schächte ziehen wollen. Ach, im Kühlschrank ist in der Kühltruhe Irons andere Hälfte. Für später vielleicht. Irgendein OG-Code Veronica-Spieler hier. Aktuell nicht, aber bald. Wir müssen jetzt... Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Nach Resident Evil 2 stürzen wir uns ja in Resident Evil 3. Alles cool und so. Habe ich Bock drauf. Und dann kommt Survivor dran. Ich habe ja angekündigt, und das ziehen wir auch durch, dass ich auch die weirden Spin-Offs spielen werde. Aber auf Survivor habe ich mal wirklich gar keinen Bock. Ich bin gespannt drauf. Ich habe es ja noch nie in meinem Leben selber gespielt. Und aber das hat halt auch einen Grund, warum ich das noch nie gespielt habe. Ich frage mich, wie schlimm es wirklich wird. Ich habe nur Schlimmes darüber gehört und auch viel Schlimmes gesehen. Ich bin gespannt. Hauptsache, es wird nicht super frustrierend, ne? Dann ziehen wir das schon durch. Oh nein, ich habe vergessen, das letzte Foto zu entwickeln. Na super, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ist bestimmt nicht so wichtig, glaube ich, hoffe ich. Speichern wir mal. Auch Resident Evil Gaiden, ja, ja klar. Aber da habe ich sogar irgendwie Bock drauf.
Ich habe das ja für den Podcast, da haben wir schon eine Folge drüber gemacht, habe ich das schon relativ lang gespielt, über die Hälfte sogar durchgespielt. Und irgendwie ist das ganz cool. Also das nervt nicht so stark, finde ich. Das kann man ganz cool durchspielen und das hat irgendwie sogar eine echt nice Story, was man dem Spiel echt nicht zutraut, witzigerweise. Das ist für so ein Gameboy-Spiel eigentlich, finde ich, echt, kann sich sogar sehen lassen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein bisschen lustig. Ich habe das Gefühl, mit so AAA-Spielen und so großen Veröffentlichen von großen Firmen bin ich immer sehr kritisch, gehe ich immer sehr streng ins Gericht. Aber so trashige Spiele und B-Spiele, ne, Indie-Spiele, Spiele mit schlechtem Ruf, da bin ich irgendwie gnädiger. Ada. Right after that, someone tried to kill me. Nearly succeeded, too. Ada went after the sniper, but I'm worried about her. You gotta find her before something happens. But you've been shot. I'll be okay. It's Ada I'm worried about. Oh, Ryu, du spielst Survivor regelmäßig oder was? Wie schlimm ist es wirklich, das selber zu spielen? Der Sniper, ja. Es war halt eine Wissenschaftlerin mit einer kleinen Pistole, der Sniper. Oh, okay. Genau. Ich muss noch mal schnell hoch, da war eine Tür. Ich glaube, durch die sind wir nicht durchgegangen, oder? Oder sind wir schon da gekommen? Das weißt du nicht. Nö. Da, 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 da. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Kann man im englischen Sprachraum zu jemandem, der einfach nur aus dem Hinterhalt schießt, Sniper sagen? Egal, ob es jetzt nur eine kleine Waffe und eine Wissenschaftlerin in einem Gang war. Stealth-Zombie. Theoretisch vielleicht schon sogar. Aber es klingt auf jeden Fall eher wie jemand, der so ein großes, langes Gewehr mit Zielfernrohr hat, ne? Camper, ja genau. Ja, das stimmt. Du bist im Videospiel, Jargon. Story fühlt sich unreif an. Ah, okay. Es ist okay, aber nicht perfekt. Ja, gut. Ich bin gerade so mal bei Resident Evil Gaiden zum Final Boss Gegner gekommen, aber den habe ich nicht geschafft. Oh Gott, na, das weiß ich. Soweit habe ich nicht gespielt. Das ist ja schon speziell das Spiel auch. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass man quasi drei Charaktere teilweise im Team hat und die kann man auch einzeln bewaffnen so ein bisschen und durchwechseln dann während der Kämpfe, auch wenn einer der drei Charaktere manchmal ein kleines Mädchen ist, was ich dann ein bisschen weird finde, wenn die mit der Pumpgun rumläuft. Aber was weiß ich schon, es sind halt die USA. Da ist das halt so. Ja, ich bin gespannt. Also vor allem wirklich auf die Resident Evil Spiele, mit denen ich mich quasi wirklich nur lore-technisch beschäftigt habe, die ich aber nie selber gespielt habe, wie eben zum Beispiel Survivor. Auf die bin ich schon auch sehr gespannt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die dann hinten raus zäh werden, wo man die ersten Stunden sagt, oh, das ist ja interessant und das ist ja mal was anderes und ach, so ist das. Aha, jetzt erlebe ich das endlich mal selber so ungefähr. Aber dann die letzten Stunden hinten raus werden dann wahrscheinlich so, oh Gottes Willen, warum endet das nicht? Lass es doch endlich zu Ende gehen. Da habe ich nicht so Bock drauf, aber gucken wir mal, wie schlimm es wirklich wird. So Momente wird es geben. In unserer, wir spielen alle Resident Evil Teile durch Reihe, definitiv. Es wird so Momente der Verzweiflung geben. Und auch auf die freue ich mich ein bisschen. Sniper heißt Heckenschütze und bedeutet aus dem Hinterhalt schießen. Na schau, dann hat ja Leon gar nicht so Blödsinn geredet. Da war eine Tür, da war ich doch schon. War da noch eine Tür? Ich habe nur die eine gesehen. Lenny, ich habe gerade eine interessante Plot-Idee
für Razy, aber bin mir nicht sicher, ob es jemanden triggern könnte oder Twitch-gerecht ist. Beschreib's vielleicht mal irgendwie, vielleicht dann ein bisschen zensiert. Wie schlimm ist denn die Plot-Idee? Es gab sogar zu Robocop Wanda erst extrem blutig, war eine Comic-Serie. Ja, stimmt. Robocop gab es eine Zeichentrickserie, ne? Und der erste Teil ist ja richtig heftig von Robocop, aber richtig heftig. Meine Güte. Ich habe da auf YouTube vor kurzem mal wieder ein paar so Compilations gesehen und meine Güte. Der ist krass. Ja, ja. Mecker nicht rum, du hast es dir auch gesucht. Ja, wie gesagt, ich freue mich hier drauf. Hast du eigentlich mal Silent Hill 4 The Room gespielt? Ja, habe ich gespielt, aber nicht sehr lange, muss ich sagen. Habe ich nur ein paar Stunden gespielt. Moment mal. Ist das jetzt wieder ein anderer Raum? Ich bin komplett verwirrt, Leute. Ich hoffe, ich finde bald eine Map. Ich bin komplett aufgeschmissen, ohne Karte. Bin ich jetzt gerade... Ist da ein Speicherraum und dann gehe ich einmal unten durch und dann ist da noch ein Speicherraum oder was? Was ist das für eine Architektur hier? Warum sind hier so viele Speicherräume? Komplett verwirrt. In der Plot-Idee kommt das Wort Klinik vor. Ich glaube, das ist okay. Unten. Ach so, die untere, die weiß ich. Ja, ja. Die untere habe ich auf dem Schirm. Keine Sorge. Du wirst das Feuerzeug brauchen für den Raum. Raum. Okay, packen wir ein. So, jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken. Wo gehen wir denn erst hin? Ich gehe jetzt mal kurz hier durch die Tür. Schauen wir mal schnell. Gab auch eine Map. Ja, ja, bestimmt, oder? Stellt euch vor, dass alle Resident Evil Charakter eigentlich in einer Klinik sitzen und sämtliche Resident Evil Ereignisse fantasieren. Es gibt eine Fan-Theorie. Ja, jetzt gehe ich doch nochmal schnell durch die andere Tür unten. Es gibt wirklich eine Fan-Theorie, dass im Grunde alle Resident Evil Teile nach denen, die in Raccoon City spielen, also nach Resident Evil 3 bzw. den Outbreak Teilen, einfach nur im Grunde, ja, entweder Träume, Albträume oder vielleicht auch wirklich paranoide Vorstellungen von unseren Hauptfiguren sind, die einfach super traumatisiert sind von den Ereignissen aus Raccoon City, was ja naheliegend ist auch, ne? Das heißt, das, was wir hier spielen, ist noch echt passiert. Aber, die Karte. Aber alles danach nicht mehr. Also 3 auch noch. Okay, lass mich mal schnell gucken. Boah, ist die Karte verwirrend. Also hier oben zumindest. Ja, dann gehe ich jetzt doch nochmal zurück. Also 2 Kontrollräume sind verbunden. Dann gehen wir jetzt erstmal oben weiter. Robocop hatte ich alle 3 erst wieder geschaut auf Paramount. Genau, wegen Rogue City. Ich schätze mal ganz stark, weil ich hatte die auch überhaupt nicht so krass blutig in Erinnerung, dass die im deutschen Fernsehen damals einfach hardcore geschnitten waren, ne? Vermutlich, nehme ich mal an. Ich habe die auch schon relativ jung gesehen und könnte mich an die krassen Szenen teilweise gar nicht mehr erinnern. Der war teilweise richtig Splatter. Also, ein Splatter ist vielleicht übertrieben, aber schon mit sehr vielen, sehr hellen, so typisch hellen Kunstblut und sowas, ne? Ach, geh weg. Fast so ein bisschen so, ja, schon so ein bisschen so Splatter-Arthouse-Film manchmal, fast in manchen Szenen.
Ach, dass die schwimmen, ist ja ein nettes Detail, oder? Welches Resi-Spiel wird als nächstes nach dem gespielt? Der dritte. Resident Evil 3 kommt dann... Also wenn wir jetzt mit dem Claire Run B durch sind, mache ich tatsächlich noch einen Claire Run A und einen Leon B, weil sich da im Original ja wirklich sehr viel unterscheidet zwischen den A- und B-Rängen, Durchläufen auch. Aber das machen wir im Arranged-Modus. Das heißt, wir haben Raketenwerfer, Gatling und alle möglichen spaßigen Waffen mit unendlich Munition. Das wird eher so ein bisschen witzig, arkadig. Da werden wir uns relativ schnell durchballern. Und dann geht's weiter mit dem dritten Teil. Aber morgen spielen wir die Demo der Game Boy Advance-Version von Resident Evil 2 und Resident Evil 1.5 weiter. Das steht auch noch auf unserer To-Do-Liste. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt. Bei dem Robocop-Game, was jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, finde ich es sehr klasse, dass man hier den Originalschauspieler als Synchronstimme bekommen hat. Ah, das ist super. Ich habe tatsächlich sehr viel Gutes über das Robocop-Spiel gehört. Ich bin halt leider echt kein First-Person-Shooter-Fan. Aber wenn das irgendwann mal im Game Pass oder so landet oder so, ne, dann schaue ich mir das auch mal an. Weil ich finde ja Robocop schon sehr cool. Wer nicht? Oder? Also wer nicht, der älter als 30 ist oder so, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Uh-oh. Es macht mega Spaß, dabei zu sein und zuzuschauen und tolle Community. Dankeschön, das freut mich und finde ich auch. Willst du auch alle Endcutscenes zeigen? Nee, tatsächlich, gerade bei den älteren Spielen, ne, die habe ich ja teilweise auch schon sehr lange nicht mehr gespielt, nehme ich das Ende, das wir kriegen können. Ich habe beim ersten Teil tatsächlich immer das gute Ende bekommen, aber das war auch immer ein bisschen Glück. Ich gucke mir da keine Guides an oder so und weiß es auch einfach nicht mehr. Und ich als Kind der 80er und mit einem Cousin, der 5 Jahre älter als ich war, habe alles viel zu früh gesehen. Egal ob Robocop, Terminator, frei. Ja, ich auch. Ich hatte einen Bruder, der 6 Jahre älter ist als ich. Und ich habe auch, keine Ahnung, mit... Wie alt werde ich da gewesen sein? Auf jeden Fall viel zu jung, diese ganzen Filme gesehen und Mortal Kombat 1 gespielt oder 2, besser gesagt, was glaube ich. Und so weiter und so fort. Und mir hat es auch nicht geschadet. Insofern. Ich habe hier noch einen unentdeckten Raum. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass uns die Treppe hier wieder zurück ins Polizeirevier so ein bisschen bringt. Müssen wir, haben wir da noch irgendwas zu erledigen? Macht das irgendwie Sinn, dass wir hier sind? Ich weiß es nicht. Zumindest haben wir noch mal ein bisschen blaues Kraut gefunden. Ich glaube, ich war, seit wir Resident Evil 2 spielen, noch kein einziges Mal vergiftet, oder? Aber es vergiften, glaube ich, auch nur die Spinnen und die Pflanzenlicker. Vergiften die Ivys? Können die vergiften? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber da hatten wir bis jetzt auch immer Glück, wenn. Ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht so schlimm. Ich weiß jetzt nicht genau, ab welchem Alter Kinder zwischen Fiktion und Realität unterscheiden können, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht so schlimm, wenn man Inhalte sieht, die vielleicht nicht unbedingt... Ich hab's verschrien. Wetten, jetzt bin ich vergiftet. Nein, aber ich bin so gut wie tot. Ich sollte mich trotzdem mal heilen. Ich meine, wir haben alle so ein bisschen unsere... damaligen Traumata und unschöne Erinnerungen, gerade auch in der Kindheit, wahrscheinlich gehabt aus solchen Filmen. Aber ich glaube, man wird trotzdem nicht zu einem Massenmörder deswegen, keine Sorge. Ach guck, das ist wirklich nur eine nutzlose Abkürzung wieder zurück, basically hier, bei Claire zumindest, für Claire. Na, dann gehen wir wieder zurück.
hatte eine Waffenkontrolle bei der Premiere von Mortal Kombat 1 im Kino. Eine Waffenkontrolle? Was? In Deutschland? Oder warst du in den USA im Kino? Ich denke, es ist auch wichtig, wenn die Eltern sowas mit den Kids aufarbeiten. Das auf jeden Fall. Ich glaube, für mich war definitiv Watership Down und das letzte Einhorn mehr Trauma als blutige Actionstreifen. Ich glaube, auch das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die... Also, das ist jetzt wieder ein schlechtes Beispiel. Aber als Kind habe ich einen Zeichentrickfilm gesehen, der lief einfach irgendwie Sonntagnachmittag, das weiß ich, weil meine Uroma zu Besuch war und die kam immer nur Sonntagnachmittag auf Kabel 1 oder so, lief der. Der Film heißt Felidee und ist ein Krimi mit Katzen. Und wahrscheinlich haben die Verantwortlichen, die fürs Fernsehprogramm zuständig waren, haben sich den einfach nie angeguckt, hatten keine Ahnung, was das ist. Ist irgendwas mit Katzen und so, ist ganz niedlich. Und das ist ein ultra brutaler Film. Ultra brutal. Der war für mich viel traumatisierender als alles, was ich sonst so an Hollywood-Sachen gesehen habe. Da schlitzen sich die Katzen gegenseitig den Bauch auf, Gedärme spritzen raus. Wirklich übelst hardcore. Aber es ist ein Zeichentrickfilm. Den zeigen wir sonntagnachmittags. Easy. Aber was ich eigentlich sagen wollte, deswegen ein schlechtes Beispiel, es gibt oft Sachen, die bei Kindern viel stärker hängen bleiben und viel krasser wahrgenommen werden als das, was man denkt als Erwachsener. Das kenne ich auch als Kind. So Szenen, wo man wirklich nicht vermuten würde, dass die problematisch sind, sind dann aus irgendeinem Grund plötzlich die Quintessenz des Grauens für einen. Kann man eh nicht verhindern. Na gut, dann gehen wir jetzt unten entlang. Ach so, ich nehme noch ein frisches Heilmittel mit, glaube ich. War damals 7. Ich glaube, ich war bei Resident Evil 2 bei meinem ersten Mal spielen schon 10 oder so. Ah, verschieben. Ach, danke, genau. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der sieht so aus, als könnte man mit dem interagieren. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich den nicht öffnen? Der sieht so weird aus. Deswegen bin ich immer wieder hingelaufen, weil ich mir dachte, da ist doch irgendwas mit dem Schrank. Das gibt's doch nicht. Verschieben war's. Dankeschön. In Deutschland war es oft Usus Zeichentrickfilme für Kinder. Ja, ja, total, ne? Total. Die waren komplett bescheuert teilweise, da die Verantwortlichen. Die hatten überhaupt keine Ahnung. Wirklich so. Ah, dafür das Feuerzeug, genau. Dir fehlt eine Map. Nee, jetzt habe ich mittlerweile eine Map. Guck. Ich finde das ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen, dass hier direkt neben diesen Fässern so eine Öllampe steht. Ich weiß nicht, was in den Fässern drin ist. Da hinten steht auch so ein Propantank, mehrere. Das ist nicht der beste Ort für echte Flammenbeleuchtung, würde ich sagen. Aber hey, Umbrella und ihre Sicherheitsmaßnahmen, ne? Man kennt's ja. Ich muss mein Inventar ein bisschen leer machen, damit wir die Granaten noch mitnehmen können. Ach ja. Dr. Snuggles und sein sprechender Regenschirm. Als die Tiere den Wald verließen, das war auch krasser Scheiß. Da gab es ein paar Folgen, die richtig krass waren. Als die Autobahn überqueren mussten und dann wurde der Igel überfahren. Und das Krasseste war, als die Krähen irgendwie die angegriffen haben und ich glaube, waren es Eichhörnchen, irgendwelche Babys von irgendwelchen Leuten, die da dabei waren, von irgendwelchen Tieren, haben die dann gepackt und auf Dornenbüsche aufgespießt und man hat das einfach voll gesehen, ey. Um Gottes Willen. Das war richtig crazy. Weißt aber, Robocop schneiden. Aber sowas läuft halt im Frühstücksfernsehen.
In den Fässern ist das Öl für die Lampe. Ja, das macht Sinn, das stimmt. Dann muss ich alle meine Sicherheitsbedenken zurücknehmen. Wie heißt der Film? Welcher denn jetzt? Felidee oder Als die Tiere den Wald verließen? Oder Angriff der Killertomaten? Wir haben über so viele Filme geredet gerade. Oh, Feuerzeug kann auch weg. Gut, dann gehen wir jetzt endlich weiter. Ich habe das Gefühl, ich laufe jetzt seit einer Viertelstunde irgendwie dauernd irgendwo im Kreis und hin und her und keine Ahnung. Ich glaube, Als die Tiere den Wald verließen, hieß die Serie. Das war eine Serie. Aber ich glaube schon, so habe ich es in Erinnerung zumindest. Leon liegt da immer noch rum. Claire ist irgendwie 5-mal hin und her gelaufen und von einem Kontrollraum in den anderen und hat Regale verschoben und sehr unsichere Öllampen angezündet und war kurz wieder verwirrt im Polizeirevier und hat sich gedacht, hä, wie bin ich denn hier gekommen? Und Leon sitzt da und sagt so, Claire, kann wirklich nicht mehr lange jetzt. Ja, ja, bin ja schon dabei. Also jetzt müsste ich, also ich blute schon sehr sparsam hier. Aber lange geht's nicht mehr gut. Naja. Kennt jemand den Film Kabal? Oder Cable oder so? Nee, sagt mir gerade nichts. Ah, Spinnen. Ich muss echt sagen, ich finde die Resident Evil 2 Spinnen am unekligsten. So ziemlich, wenn es um Videospielspinnen geht. Die Tiere aus dem Talerwald. Ich weiß wirklich nicht mehr. In meinem Kopf heißt das, Als die Tiere den Wald verließen, aber ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass das gar nicht stimmt. Warte mal kurz, die Wolfsmünze können wir, glaube ich, wahrscheinlich schon hier einsetzen. Ne? Dann müssen wir die nicht mehr rumschleppen. So aus dem Kontext gerissen ist das witzig, dass sie sich einfach so aus dem Wasser zieht. Get away from me. You just want my husband's G-sample, don't you? But no one will take that away from me. No one. Husband? Then you must be Annette. Huh? How did you? We don't have time for that. Sherry is lost somewhere in the sewer system. I have to find her. What? I told her to go to the police building. Why is she here? Now Sherry and the G-sample are both in danger. What did she mean by that? Does Sherry have the G-sample? Ne? Manchmal wirkt es auch in Resident Evil so ein bisschen wie jetzt eben zum Beispiel in Silent Hill oder so, Silent Hill 2, dass keiner die Monster sehen kann, außer man selber, habe ich das Gefühl. Wenn nicht Kendo am Anfang gefressen werden würde. Ansonsten tun die meisten so, als wäre eigentlich alles ganz normal, so ein bisschen. Nein, ich habe auch die blöde Kurbel. Na wunderbar. Danger Mouse war auch cool. Aber das war jetzt nicht so traumatisierend. Danger Mouse. Ja.
bin gleich wieder da, Spinnen. Keine Sorge. Zu neblig in Silent Hill. Ja, aber das ist schon einfach auch echt clever gewesen. Ne? Die hatten ja bei Konami halt ähnliche Probleme wie Resident Evil. Ah, Leon, es hat verpufft. Hat sich aufgelöst. Ist durch den Boden gesunken. Und während bei Silent Hill ja die freistehende Kamera eher, also die festen Kamerawinkel, die es teilweise ergibt, eher so ein Stilmittel sind, weil die wären ja gar nicht nötig gewesen, weil die haben alles 3D gerendert und so, die haben ja keine vorgerenderten Hintergründe in dem Sinn, haben die halt den Nebel benutzt, um Leistung zu sparen, aber gleichzeitig ist der Nebel natürlich ein super nices Stilmittel und schon cool. Die Franchise hat es im Grunde geschafft, also mir geht es zumindest so, dass wenn ich Nebel sehe, dass ich an Silent Hill denken muss. Die haben ein Wetterphänomen an ihre Franchise geknüpft. Das ist schon cool. Das muss man erstmal schaffen. So, jetzt aber. Schade eigentlich, dass Leon weg ist. Es wäre lustig, wenn er immer noch da sitzen würde und wir jetzt zum 5. Mal an ihm vorbeilaufen. Ja, ja, Leon, ich komme ja gleich. Hallo, die Schlange. Denkst du, es wird in der Zukunft ein Resident Evil 1 bis 3... Ja, es wäre so nice, ein Remaster Collection. Es wäre so nice, wenn es so eine geben würde. Ich würde es mir sehr wünschen. Aber kann man nur raten. Ich halte es jetzt nicht für super wahrscheinlich. Capcom hat bis jetzt zumindest noch nicht unbedingt die größten Anstrengungen unternommen, irgendwie die Klassiker so zu... konservieren und ne, spielbar, verfügbar zu machen. Insofern würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, aber es wäre super schön. Ich würde es mir auch wünschen. Ja, so diese Cartoons wie Ren and Stimpy oder sowas, ne, die waren nochmal eine ganz andere Art von verstörend damals. Hallo, Michaela. Die Spinnen sind hier echt hübsch. Tolle Zeichnung. Ich bin ja eher so der Spinnenphobiker, ne? Aber ich finde die zumindest nicht schlimm oder nicht besonders eklig in Resident Evil 2. Ich überhaupt, so Vogelspinnen finde ich gar nicht so schlimm. Die sind halt groß, aber die sind eigentlich gar nicht so eklig. Rockos modernes Leben mochte ich früher total. Ren and Stimpy war mir irgendwie zu krass und zu bescheuert. Natürlich habe ich es immer geguckt, weil Hauptsache der Fernseher lief damals. Ne? Es war ja scheißegal, was da lief. Aber das mochte ich eigentlich gar nicht gerne. Aber Rockos modernes Leben mochte ich echt. Das fand ich sehr lustig immer. Das war auch nicht ganz so krass verstörend. Nur so ein bisschen. Das war genau richtig verstörend. Transformers Robot in Disguise. Was mache ich da eigentlich? Moment mal, warte. Transformers Robot in Disguise. So ungefähr. War auch cool. War auch ein cooler Song. So, Heilkräuter, ich muss euch leider schweren Herzens stehen lassen, weil Leon hat mir den Inventarplatz geklaut, der Arsch. Und das Maschinengewehr. Ah. Resident Hill oder Silent Evil? Ich kann mir kein Spiel vorstellen, das die beiden sinnvoll verknüpfen könnte. Die sind für mich so, weißt du, ich habe es ja vorher schon gesagt, das sind für mich grundsätzlich unterschiedliche Spiele, auch wenn sie sehr ähnlich natürlich vom Aufbau her erscheinen. Die widersprechen sich. Das geht nicht. Das geht nicht zusammen. Kommt bei ihr jetzt auch der Alligator? Nee. Spaß am Dienstag mit Zinni. Das sagt mir tatsächlich nichts. Genau, dafür habe ich die Waffe gegen Lebendes. Das stimmt. Ich hoffe, dass Capcom nachzieht. Weil wir jetzt eine Metal Gear Collection bekommen haben. Bald eine Turm. Also, keine Ahnung, ne? Es wäre halt
Geld, das einfach auf der Straße liegt. Capcom müsste es quasi nur aufheben. Wirklich, die müssten einfach nur die drei Originalspiele, gerne auch noch Code Veronica und so, ne, man könnte ja da, aber gut, sagen wir mal wenigstens die drei Originalspiele auf eine Disc packen und Geld. Fertig. Insofern, ne, irgendein Billo-Emulator und fertig das Ganze. Es wäre wirklich leicht zu machen, wahrscheinlich. Glaube ich, kenne mich ja auch nicht aus. Und aber weißt du, Capcom dachte nicht, dass das Resident Evil 2 Remake erfolgreich wäre. Also keine Ahnung, vielleicht sehen die das anders als ich. Oh nein, mein Inventar ist voll. Ich muss die mitnehmen, die Medaille. Na, ich bin so doof wieder. Aber warte mal, ich kletter jetzt mal. Ist nicht, ich glaube schon. Ich glaube, vom Ventilator aus ist es nicht weit zum nächsten Speicherraum. Dann gehe ich halt nochmal schnell. Geben wir nochmal an Leon vorbei und sagen nochmal gleich, Leon. Du blutest jetzt schon seit einer Viertelstunde, du kannst jetzt auch noch 5 Minuten länger bluten. Come on. Moment mal, können wir den Ventilator überhaupt von der anderen Seite betreten? Ah, ich hoffe es. Weil dann brauchen wir die Kurbel nicht mehr. In Japan müsste es Biohill oder Silent Hazard, finde ich aber ganz gut eigentlich. Ich meine, Biohill klingt irgendwie ein bisschen doof, ne? Aber hat auch was. Aber Silent Hazard ist eigentlich schon gut. Könnte auch so ein alter Schwarzenegger-Film sein oder so. Silent Hazard. Das klingt halt eher wie so eine Seuche oder so. Ja, aber passt ja. Was sind die nicht von Hallo Spencer? Oh, Hallo Spencer kenne ich schon. Ein Resident Evil Devil May Cry Crossover wäre genial. Ja, ist ja, im Grunde ist ja das erste Devil May Cry ein genau das. Ah, da freue ich mich echt schon auf das Sonntagsvideo. Ich habe da viele Informationen auch über das erste über die Urversion, also über, ach, es ist, ich rede nicht mehr weiter. Ich will nichts vorwegnehmen. Guckt euch am Sonntag das Video an, das ist ganz großartig. Bin wirklich sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Hallo Spencer, habe ich noch auf VHS da. Cool. Die Kurbel brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Die können wir jetzt lassen. Die Wolfsmedaille haben wir schon eingesetzt. Wisst ihr was? Ich lass jetzt die Pistole daheim. Come on, wegen 20 Schuss Pistole. Wir haben... Guckt euch an, wie viele Pfeile wir haben. Ey, come on. So. Aber irgendwas ausrüsten sollten wir schon vielleicht. Okay. Hallo Hans. Do you see Claire Tier Outfits at Oktoberfest? What? Wirst du die PC-Version von Resident Evil 3 spielen und mit der Uncut-Mod? Ich habe mir da tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht, wie und wo wir Resident Evil 3 spielen. Das werde ich mir mal angucken. Wartet mal. Nee, genau. Nee, da muss ich erstmal noch gucken. Habe ich noch keine Pläne. Was? Nein, ich habe doch gerade... Habe ich doch schon. Jetzt brauche ich doch wieder die Kurbel. Oh Gott. Das Spiel ist manchmal schon Arsch. Warum bewegen sie die sich jetzt wieder so schnell? Warum rotieren die denn jetzt wieder so schnell? Hast du eigentlich einen guten Emulator für die PS1-Spiele für PC? Also ich habe tatsächlich für mein Steam Deck zumindest RetroArch. Der kann alles Mögliche emulieren. Der ist eigentlich... Ich würde sagen, für alle möglichen Retro-Konsolen okay. Es gibt vielleicht bessere für die einzelnen Systeme, aber wenn man es gemütlich haben will, finde ich RetroArch sehr gut. So, dann holen wir jetzt nochmal die Kurbel und gehen nochmal den langen Weg. Aber warum wirklich? Was soll denn das? Kann der Ventilator nicht langsam bleiben? Ah, das Spiel. Resident Evil 1 bis 3 in Unreal Engine wäre ultra fancy. Ich muss sagen, ich finde die, also was Capcom mit ihrer Re-Engine macht, auch
super cool. Ich brauche da gar keine Unreal Engine. Vor allem, weißt du, wenn man es realistisch betrachtet, wäre es halt irgendwie voll doof, die Capcom-Leute jetzt irgendwie mit einer komplett neuen Engine zu arbeiten zu lassen, jetzt wo die Re-Engine gewohnt sind. Das Erste, was sie damit machen, wäre bestimmt ein Riesenscheiß. Das ist wirklich so. Insofern. Im Grunde wäre das erste Spiel, das die mit der Unreal Engine machen, quasi die Fingerübung, die Übung erstmal, um mit der Engine klarzukommen. Und das zweite Spiel wird dann erst das Richtige oder so. Naja, wie auch immer. Ja, Steam Deck ist halt, also ich habe vor allem auch wirklich deswegen Emulatoren, damit ich meine ganze Konsolensammlung auf Steam Deck spielen kann. Es ist wirklich so. Also das ist für mich privat zumindest der einzige Ort, wo ich wirklich emuliere, damit ich einfach gemütlich auf meinem Steam Deck irgendwie meine Spielesammlung spielen kann. Das ist halt schon cool. Moment. Na guck. Ich kann immerhin. Nee, warte. Kein grünes Kraut mit dem. Ich hätte beinahe einen schrecklichen Fehler begangen. Um Gottes Willen. Eine lustige Story zu Resident Evil 3. Ich habe es mir damals von zwei Kumpels aus der Videothek ausgeliehen. Mit zwei Kumpels aus der Videothek überlebt. Übers Wochenende hat man damals so gemacht. Ja, hab Freitag bis Sonntag. Holen es uns, fahren zum Kumpel 15 Kilometer von der Videothek weg, legen das Spiel ein, auf einmal blinken die Zombies und verschwinden. Wir schauen uns an wie Auto, schauen die CD an, dann war es ein deutsches Resident Evil und nicht die englische Version. Da hat jemand das Siegel von der Videothek auf sein deutsches drauf. Und hat das Deutsche zurück... Ah, ich verstehe. Da hat jemand quasi seine Version gegen die ungeschnitten aus der Videothek getauscht. Ah, clever, clever. Ich hatte mal das unverschämte Glück. Mit welchem Spiel war das gleich nochmal? Das war... Es gibt so ein Gundam... Musou-Spiel. So ein Gundam-Kampf-Arena-Spiel, wo man gegen hunderte von NPCs sich irgendwie durchboxt, ne? Und da gibt es zwei Teile davon. Und da stand ich bei GameStop und ich war ziemlich knapp an Kohle für den Monat, aber wollten mir ein neues Spiel holen. Und dann gab es da den ersten Teil und den zweiten Teil von diesem Gundam-Musou-Spiel. Und der erste Teil hat einen Zehner gekostet, der zweite Teil 30 Euro. Und ich hätte echt gern den zweiten gehabt. Aber ich hatte die 30 Euro einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir halt den ersten geholt. Und dann bin ich mit der Packung vom ersten Gebrauch zum GameStop gegangen und ne, bla bla und so weiter. Ich habe vergessen, die Kurbel zu kurbeln. Um Gottes Willen. Naja gut. Und auf jeden Fall, als ich dann zu Hause war, habe ich die Disc aufgemacht und habe gesehen, dass mir der versehentlich den zweiten Teil in die Disc vom ersten Teil getan hat. In die Packung meine ich, die Disc. Und das war ein schöner Tag. Ende. Habe ich natürlich behalten, weil so einen Laden wie GameStop übers Ohr hauen ist Bürgerpflicht. Hi Lane. Bei mir zündet Emulation nie. Immer von Original-Hardware. Ja, ist ja auch nice. Verstehe ich ja auch vollkommen. Ich bin nur zu faul. Das ist alles. Das ist reine Bequemlichkeit. Und der Original-Controller, da hast du recht. Das macht viel aus. Das stimmt wirklich. So, jetzt kurbeln wir hier nochmal. Oh Gott, ey. Ach, jetzt wird es Zeit, dass es 9 wird. Ist für mich auch schon die dritte Stunde hier. Es ist noch gar nicht so lange, ne? Oh gut. Ich bin mit Silent Hill eher aufgewachsen, aber mein Bruder ist voll der Resi-Fan. Ja, ich habe wirklich bei Resident Evil und Silent Hill so ein bisschen das Gefühl, dass es da wirklich eher
so Lager gibt. Also jetzt nicht, dass man unbedingt sagt, öh, das andere ist voll scheiße. Aber ich glaube, es gibt Leute, die holt einfach mehr das eine oder das andere ab. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur wenig Leute, die sagen, die sind von beidem große Fans. Oder gibt es von euch, gibt es hier im Chat gerade Leute, die sagen, ich bin sowohl großer Resident Evil Fan als auch Silent Hill Fan. Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen entweder oder. Dino, da kommt der Dino-Crisis-Fan. Okay, gut. Schachmatt. Bulail, vielen, vielen Dank nochmal für die 100 Bits. Dankeschön. Ich mag Silent Hill nicht. Ja, bin ich. Saftig Obst. Von beiden Sachen. Okay, gut. Gibt's also doch. Zu alt für auch. Entweder oder, Resi, beides. Okay, es gibt... Okay, gut, dann nehme ich das zurück. Ich habe immer das Gefühl, dass es da wirklich so ist, dass es entweder Leute gibt, die sagen, ja, finde ich schon auch gut Resident Evil, aber Silent Hill. Oder Leute, die sagen, ja, finde ich schon auch gut Silent Hill, aber Resident Evil. Ne? Und ich hatte immer das Gefühl, dass es eher so... Und es hätte für mich Sinn ergeben, weil die Spiele eben vom Feeling her so stark unterschiedlich sind und von dem, was sie sein wollen. Aber ja, okay. Da steht sogar, dass man es nur briefly verlangsamt, ne? Gemeinheit. Aber es gibt auch viele, die, ja, sehe ich schon, die nur Resident Evil oder nur Silent Hill Fans sind. Hat von euch wer Alan Wake 2 gespielt? Ich bin da gerade dabei. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Und, oh, ich weiß es nicht, ey, ich weiß es nicht. Das ist nicht mein Spiel. Ich finde die Story und die Inszenierung und die... Oh, oh Gott, gleich zwei Kakerlaken mitten im Gesicht, um Gottes Willen. Viel an dem Spiel total cool, hat ein paar clevere Ideen, mag ich total gerne. Aber ich finde das Gameplay so schlecht einfach. Genau das gleiche Problem wie schon im ersten Teil für mich. Der zweite Teil ist viel besser als der erste, was Gameplay angeht. Überhaupt kein Vergleich. Aber wenn man es jetzt so direkt mit zum Beispiel Resident Evil 4 vergleicht, was halt jetzt auch zufällig im gleichen Jahr erschienen ist, dann ist halt einfach Alan Wake 2 so schlecht, ey. Muss man leider echt sagen. Aber ja, aber das Gameplay, aber wisst ihr, nicht nur das Kampf-Gameplay, sondern auch das Rätseldesign. Diese Alan Wake-Rätselpassagen, wo man immer irgendwie die Orte durch irgendwelche Zettelchen verändert und oh, es ist alles so zäh und ich mag es überhaupt nicht. Aber ich will echt gern wissen, wie es weitergeht und wie es weiter erzählt wird und wie die Story ausgeht, deswegen werde ich es schon noch durchspielen, aber das ist für mich ein bisschen eine Qual. Also Alan Wake-Fan bin ich wirklich nicht. Den ersten Teil von Parasite Eve habe ich vor kurzem komplett in deutschem Stream durchgespielt. Das habe ich damals auch gespielt und war sehr fasziniert davon. Das würde ich mir auch gern mal wieder anschauen. Guten Abend, Silent Hill, Resident Evil, Dino Crisis, Parasite Eve etc. Ja. Oh oh. Silent Hill und Resident Evil kann man halt auch nicht direkt vergleichen. Genau, sage ich ja auch. Beide eine komplett unterschiedliche Prämisse. Alan Wake 2 habe ich durch beide Teile, ich fand es interessant. Ja, definitiv interessant und sogar cool, finde ich, aber ja. Gonna give it to you. The Elder Scrolls. Jetzt kommen wir aber ganz weit vom Thema weg. Ich war aber auch witzigerweise für einen kurzen Moment verwirrt und dachte mir, Moment mal, wir sind doch hier nicht jetzt schon in der Boss-Arena, oder? Kann ja nicht sein. Aber so ein kurzer Moment dachte ich mir, hä, Moment mal. Did your mom give you something called G-Virus? Either a vial or a test tube?
G-virus? I've never heard of anything like that before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth. But why would her mom say something like that? Jerry ist der wahre Endboss hier. Sherry, kommst du bitte? Ich kann sonst nicht einsteigen. Was ist denn los? Hä? Hallo? Komm jetzt. Okay. Das ist im Remake so eine witzige Szene. So eine unfreiwillig komische, ne? Wo am Schluss sich alle treffen. Claire hat Sherry dabei und Leon kommt so. Und da sagt Jill so, hey, Chris sag ich schon. Hey, Leon, das hier ist Sherry. Und dann guckt Leon Sherry so an und sagt, okay. Ja. Es gibt auch einen guten Silent Hill Mod für Fallout 4, den kenne ich sogar, ja. Der ist wirklich creepy. Ein Horror-Game des Jahres ist Slay the Princess. Das sagt mir gar nichts. Ich fand es nur schade, dass zu Silent Hill nichts Neues mehr kommt. Naja, jetzt hat ja Konami vor kurzem ne, die wirklich riesige Silent Hill Offensive angekündigt. Aber so richtig krass. Da kommen jetzt irgendwie 100 Silent Hill Spiele. Alle 10 Minuten kommt gefühlt jetzt ein neues Silent Hill Spiel bald. Ich glaube halt nur, dass die nicht gut werden. Aber da kommt jetzt ganz, ganz viel. Ich bin sehr gespannt drauf. Hier wird über Games geredet. Horror Games sind nicht alles. Ja, ja, es ist ja okay. Ich fand nur den Sprung trotzdem lustig von Silent Hill gegen Resident Evil und dann schreiben alle so, ja, ich finde Resident Evil besser, ich finde Silent Hill besser, ich finde beides gut. Und dann kommt plötzlich The Elder Scrolls, wird mit in den Ring geworfen. Das war so, okay, that escalated quickly. Ich hoffe, dass Konami auf den Game Awards am 7. Dezember womöglich endlich den Release-Tag bekannt geben wird. Ah, oh, noch ein Zombie! Kann ich mir gut vorstellen. Ah, oh, das ist jetzt echt ungünstig. Ah, gut. Schießen wir eigentlich wirklich immer gleich 3 Pfeile? Frage ich mich. Muss ich mal drauf achten. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Lebst du? Wenn du lebst, musst du es mir sagen, okay? Er behauptet, er ist tot. Na gut. Glaub's ihm mal. I can't leave Sherry. Mein Gott, Sherry, komm halt jetzt endlich. Sherry, warum kniest du in dem Zombie? Was ist denn los mit dir? Ja, hat's halt doch schwer getroffen. Muss man, das ist halt. Ist ja blöd. Das Einzige, was die DH? Also meinst du Silent Hill, oder? Und Resident Evil gemeinsam haben, sind, dass die Filme Mist waren. Und auch da kann man sagen, dass die jeweils ersten noch die besten waren. Jeweils. Claire? Was hältst du davon, wenn wir die Pfeile aus den Zombies wieder rausziehen? Hä? Das wäre nur mal... Oder? Wäre nur so eine Idee. Die stecken da so schön drin, so sichtbar und so. Intakt, wirkend. Naja. Leider kein Platz im Inventar. Schade. Aber ich schieße wirklich 3 Pfeile pro Schuss, ne? Dann sind nämlich die über 50 Schuss, die ich da dabei hatte, gar nicht so viel. Ich dachte mir so, komm, kann ich die auf Einzelschuss umstellen? Nee, will ich aber, glaube ich, auch gar nicht. Weil dann ist sie wirklich nutzlos. Aber das heißt, ach, ich kann Sherry, geht mir so auf die Nerven. Kannst du die YouTube-Videos von der Remake-Fassung, wo der User die Animationsvielfalt
Ah, ja. Von 500 bis 1000% einstellt. Super gut, ja. Die Gesichtsanimationen, ne? Die Grimassen von Leon sind großartig in den Cutscenes. Ja, das kenne ich natürlich. Das ist wirklich toll. Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Okay, I'll wait here, but hurry back. Hallo, Michi. Hab auch vor ein paar Monaten YouTube. Ich feiere deine Videos, mach weiter so. Dankeschön, freut mich. So. Ja. Die Gesichtsausdrücke von Leon in den Videos sind wirklich ganz großartig. Also natürlich nicht nur von Leon, aber Leon, aus irgendeinem Grund ist Leon schon der Allerwitzigste, ne? Die sind ja auch als Meme weit verbreitet. Silent Hill, der Film war doch völlig okay, auch wenn Paramount Head da keine Daseinsberechtigung hat. Resident Evil 1 und 2 von Paul W. Anderson gehen ja auch noch. 3 bis 5 besser lassen und Welcome to Raccoon City ist echt gut, wenn man an der einen oder anderen Stelle ein Auge zudrückt. Zumindest ist Welcome to Raccoon City am nächsten am Original, was ich dem Film sehr zugute rechnen halten muss. Aber gut finde ich halt leider auch nicht. Ich finde halt, es steckt so viel mehr Potenzial in Resident Evil. Aber ja. Speichern wir. Ich glaube, lang haben wir jetzt eh nicht mehr mit Claire, ne? Wir sind jetzt eh schon Richtung Endgame unterwegs. Jetzt noch ein bisschen Labor oder so, sind wir wahrscheinlich bald durch. Aber heute schaffen wir es nicht mehr. So, ich mache mir mal noch einen Superkraut. Na gut. Jo, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eh für heute Schluss. Ist gerade ein guter Moment. Ach, wisst ihr was? Ich mache noch ein bisschen hier Inventar. Looten und so. Looten können wir auf jeden Fall noch. Bolail, vielen, vielen Dank nochmal für die Bits. Super awesome. Das Spendenglas explodiert förmlich vor Freude. Und auch wirklich, nicht nur förmlich. Dann zum Schluss noch 200 Bits. Dankeschön. Sehr nett von dir. Freut mich wirklich. So, ich räume jetzt eh noch kurz auf. Ich mag ja den Resident Evil Village Underwear Mod. Den kenne ich nicht. Meinst du jetzt für Lady Dimitrescu und so wahrscheinlich, ne? Die Resident Evil Community ist schon außergewöhnlich thirsty, ne? Was ist denn los mit euch, Leute? Na, Schönchen, Pupönchen, da machen wir jetzt wirklich Schluss. Leute, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. War mir ein Fest, war wirklich ein Riesenspaß. Ich freue mich, dass wir jetzt schön langsam mit Resident Evil 2, unserem Durchlauf, zu Ende kommen. Alle, die jetzt hier auf Twitch dabei sind, gucken wir mal, wen wir heute noch raiden könnten. Wartet mal schnell. Könnten. Wer ist denn heute da? Ach, guck, wisst ihr was? Dann. Oh ja, guck, dann müssen wir. Dann schauen wir zur Panikfee. Die spielt wieder GTA 5 RP und ich finde es einfach nur super lustig. Die ist jetzt bei der Polizei und ist komplett überfordert und verplant und hat Angst. Vor allem und muss das Funken lernen. Sie wird dauernd nur geschimpft. Es ist super lustig. Da schauen wir rein. Da habe ich Bock drauf. Na schön. Dann danke nochmal für alles heute. Und wir haben uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder. Oh, das Knuddel, danke nochmal für die Bits zum Schluss. So. Dann hau den Link zu mir und dann auf YouTube. Oh, das wäre eigentlich eine gute Idee, ne? Warte mal. Darf man das? Kein Problem, wir tasern jetzt jemanden.
Okay, fahr weiter. So. Ja, das ist sehr schön, ne? Weitermachen. Nein, nicht so. Ja. Mit Absicht. Ey, Lenske, danke schön für deinen Raid. Herzlich willkommen. Danke schön. Herzlich willkommen euch allen. 10, 19 Innenstadt.